Land. Heute zum 21. Mal. Ich sage das gern, weil später verlegt man die Zahlen sehr einfach, weil wir haben nicht bestimmte Themen, sondern einfach unser Workshop und dann wird behandelt ja, das, was im Moment aktuell ist. Und das wird auch heute so. Aber zuerst unsere Aufgaben, Erfahrungen, das, was wir schon vor letzter Woche gehabt haben, als Priorität, und später noch andere Sachen, die reingekommen sind und die wichtig wären als Beispiel Erfahrungen. Okay, bitte. Preiselbeere, möchtest du? Ja, dann mache ich wieder den Anfang. Also mein Bericht der letzten Tage. Wie stets habe ich den letzten Workshop angehört. Göttliche Liebe mir, Situationen der Natur und so weiter geschickt. Vorm Einschlafen mich bei meiner Seele für den Tag bedankt. Dann kleine Affirmationen gemacht, ohne sie zu notieren. Zum Beispiel, ich bin vollkommen glücklich mit diesem Tag. Das Silberei mindestens an 5 von 6 Tagen angelegt. Auch teilweise schon letzte Woche, hatte ich nur noch nicht erzählt. Circa 3-mal abends vorm Schlafengehen habe ich die Karma-Abarbeitung Version 2 gemacht bzw. angeordnet. Von 2 Nächten konnte ich mich an meine Träume erinnern und notieren. Ebenso das, was ich heute träumte, als ich mich am Mittag, Nachmittag hingelegt hatte. Da war ich nämlich so müde. Dann habe ich, ja, dieses Mal die letzten 6 Tage, das sind doch 6, ja, 6, 7 Tage, nur eine Karma-Abarbeitung Version 1 gemacht. Nach einigen Wochen Pause war ich am Sonntag endlich wieder schwimmen. Das hat mir sehr gut getan. Am Montag ist mir der Orgonit, den ich schon länger bei mir trage. Er hat eine runde, flache Keksform, ca. 4 cm im Durchmesser, aus meiner Westentasche auf einen Steinfußboden gefallen, als ich etwas anderes herausholen wollte aus der Westentasche. Dabei ist leider ein kleines, ca. fingernagelgroßes Stück vom oberen Rand abgesprungen. Am unteren Rand fehlt auch ein ganz kleines Stück, aber ich meine, das fehlte von Anfang an. Also nur ganz kleines. Frage: Kann ich den Orgoniten weiterhin nutzen? Und falls ja, sollte ich ihn ankleben? Also dieses kleine Stückchen, dieses fingernagelgroße Stück, wieder ankleben, oder kann er auch so bleiben? Und was mache ich mit dem abgesplitterten Teil am besten? Also da mal erstmal Pause, Josef. Vielleicht magst du gleich darauf antworten. Ja, klar. Was betrifft Orgonit, ist überhaupt kein Problem, wenn ein Teil absplittert, weil das ist so ein Material, der, wenn er ganz trocken ist, ist brüchig wie Glas. Und dann ist ganz klar, dann passiert, dass er etwas wegsplittert. Ist im Prinzip kein Problem. Problem wäre, wenn wir die eine ganze Riss durch Ganze haben, dann ist die Funktion im Wesentlichen beeinträchtigt. Deswegen kann man so brauchen. Wenn die das nicht stört, du kannst das nach wie vor brauchen. Wenn ja, du kannst mir schicken, ich tue diese Teil, das heißt, brauche nicht den Splitterteil, sondern ich gieße noch einmal rein und dann wird wieder vollwertig wie neu. Das ist, sonst gibt es kein Problem, ihm so zu tragen. Wenn man einmal verliert, für Tag 2, 3, dann ist schon ausgedehnt, dann hat er nicht volle Wirkung, nur ein einziger Teil der Umwandlung, und alle Wirkungen, andere Wirkungen, die kommen vom Chakra und andere, sind überholt, das heißt, haben nicht mehr die Wirkung für dich, du hast dann gewachsen, einfach in die nächste Stufe gegangen.
und hätte dann keine, in dem Sinne keine Wirkung, aber bleibt nach wie vor die Wirkung umwandelt von negativer in positive, die Energie, die in eigene Umgebung, das heißt in ihre Umgebung hat. Das ist. Okay, was meinst du eben, wenn ich ihn verliere für 2 Tage? Oder was meintest du? Oder wenn er ganz zerbricht? Wenn du ihn verlierst, verlierst einfach, ja, nicht mehr findest. Bei mir ist das schon über Jahre, Jahre lang gegangen. Ich habe meine irgendwo einfach verloren, habe ihn nicht mehr gefunden. Prinzipiell nicht 2 Stück immer, weil es sind einfach 2 Pole gewesen zum Testen. Und habe ich ja, so einige Monate mit sich getragen, dass ich sehe, wie das funktioniert. Und auf einmal habe ich beide nicht mehr gefunden. Da habe ich gesagt, okay. Erst haben wir ein paar Tage gesucht, gesucht. Da habe ich gesagt, ja, okay, gibt's andere Botschaft. Und dann habe ich gesagt, okay, brauche die nicht mehr, das ist Botschaft. Und ja, ein paar Stunden später kommt meine Frau und bringt sie mir. Ich sagte, ich habe gefunden. Ich sagte, ja, okay, ich weiß, ich brauche die nicht mehr. Das ist eine. Und wenn die fehlt auf dem Boden und zerbricht, das heißt, wenn er keine Funktion hat, dann hat er gesagt, ich kann nicht mehr hier dienen. Und dann ist das okay. Aber nur so kleine Teilchen, wenn er weggeht, ist kein Problem. Das passiert öfter. Ah, danke, habe ich verstanden. Und was mache ich am besten mit diesem abgesplitterten Stück? Aufheben? Weil so einfach, ich meine, es ist zwar nur ein kleines Teil, fingernagelgroß, aber irgendwie nur in den Müll werfen, fände ich irgendwie herzlos. Oder auch wenn einer richtig durchbricht und ich ihn so nicht mehr nutzen kann, was mache ich am besten mit dem? Ja, wenn der kleine Teil, was hast du gesagt, angebrochen ist, du könntest auch ja, mit Sekundenkleber zukleben und so weiter nützen oder den kleinen Bruch wegschmeißen, weil er hätte dann nicht mehr irgendeine Funktion. Rundum ist nur die Epoxy-Harz und er dient alles zur Umkühlung. Deswegen hat er keine große Wirkung auf die gesamte. Das ist das. Man kann da einfach entweder zukleben oder wegschmeißen, die Bruchteile. Aber Ganze funktioniert sicher noch und das heißt, funktioniert immer. Nach 10, 20 Jahren funktioniert immer. Nur verliert ein Teil von Funktionen, die hätte gehabt für dich, weil du hast sich geändert. Das heißt, bei ihm sind die Funktionen gleich, aber er wirkt nicht auf dich. Und das wird dann in dem Sinne nicht mehr gebraucht. Okay, danke schön. Dann ist es also nichts Schlimmes, wenn man so ein Stückchen oder auch einen ganzen zerbrochenen wegwirft. Das ist durchaus erlaubt, ja. Und auch mit Sekundenkleber, wenn ich möchte, wieder dran kleben, das Kleine. Ja, genau. Man kann kleben oder wenn er wirklich bricht und so, man kann das einfach in Abfall schmeißen, ist ja auch kein Problem, weil er funktioniert nach wie vor weiter, nur hat er nicht mehr so große Wirkung und auch in Abfall sehr viele negative Energie, er tut das umwandeln in positive. Das heißt, wir haben nichts Schlechtes gemacht. Okay, vielen Dank. Jetzt geht's weiter zum Thema vom letzten Mal, obwohl das hatten wir vorher auch schon mal, Infos weitergeben oder auch überhaupt geben und nehmen, ne? Also im Sinne von, was kann ich geben? Zum Beispiel Informationen kann ich weitergeben. Da habe ich heute die 2 jüngsten Live-Talks bei YouTube hochgeladen. Also auch die letzten 2. Also ist jetzt vollständig, ne? So mit aller bisherigen Live-Talks und öffentlichen Diskussionsrunden insgesamt 51. Habe ich als Video bei YouTube hochgeladen und sind somit verfügbar für alle, die das sich anhören möchten. Und zum Thema schneller wachsen
im kollektiven Bereich, den hattest du ja auch letztes Mal genannt, einmal den eigenen natürlich, den wolltest du später nochmal weiter ausführen. Und im kollektiven Bereich, dazu habe ich jetzt was, da ist mir nämlich eingefallen, dass ich vor circa 3 Wochen eine Einladung zu einer Nachbarschaftsvernetzung, also für Menschen aus meinem und einem benachbarten Stadtteil, bekommen habe. Also übers Internet, nebenan.de heißt das. Zuerst habe ich persönlich durch einen Nachbarn, den ich schon sehr lange kenne, und ein paar Tage später hatte ich, wie vermutlich alle anderen Nachbarn auch, eine allgemein gehaltene Einladung dazu im Briefkasten. Also nicht per Brief, das war einfach nur ein Zettel. Die haben hier die, weiß ich, zwei, drei Engagierte wahrscheinlich per Hand ausgetragen, sage ich mal. Und vor circa 3 Wochen, als ich zuerst die persönliche Einladung bekommen hatte, habe ich mir die Webseite schon mal grob angeschaut. Vor allem wie und was und wer der Betreiber und die AGBs sind und so weiter. Ja, diese Seite, Moment. So, jetzt geht's weiter. Also diese Webseite soll dazu dienen, dass sich Nachbarn aus 1 bis 2 Stadtteilen, je nach Größe, besser austauschen und informieren können. Also das auch nicht nur jetzt hier auf meine Stadt, sondern auch zumindest Deutschland schon mal, da gibt es schon mehrere Ecken, wo da die aktiv sind. Also wo sich Nachbarn austauschen können, informieren können, Hilfe suchen und bieten können, Straßenfeste und andere Aktionen gemeinsam planen können und so eine Sachen halt, ne? Ja, die Webseite macht bisher einen seriösen Eindruck auf mich und soll auch nichts kosten, wenn man mal davon absieht, dass die sogenannte Cookies, wie viele andere Webseiten auch einsetzen. Aber die kann man auch ausfiltern, wenn man das möchte, oder löschen nach der Sitzung. Kurzum, ich werde mir das Ganze nochmal genauer ansehen und mich gegebenenfalls dort anmelden, weil erst dann kann ich im internen Bereich lesen und auch schreiben. Also das ist ein geschützter Bereich, da kann nicht jeder drauf gucken. Nur wenn man drinne ist in der jeweiligen Gemeinschaft, sage ich mal. Also nicht irgendwo in München oder so, sondern dann halt hier natürlich in meinem Stadtteil. Man soll auch dort sich übrigens nur mit Echtnamen anmelden, was ich aber auch gut nachvollziehen kann. Also soll man jetzt dich dann nicht irgendwie sonst wie nennen, sondern wirklich erkennbar sein für die Leute. Naja, natürlich habe ich auch schon so einige gute Kontakte hier in der Nachbarschaft. Ich wohne seit circa 20 Jahren hier. Und ja, doch wäre es womöglich eine gute Möglichkeit, weitere nette Kontakte aufzubauen. Dazu ist mir das nämlich eingefallen, als ich den Workshop nachgehört habe, Josef, mit dem schneller wachsen im kollektiven Bereich. Schrägstrich geben, nehmen. Ja, und dann noch ein Punkt. Heute habe ich mir endlich mal die Zeit genommen, um die Übung innere Stille hören zu machen. Das habe ich circa 15 Minuten lang gemacht. Dabei habe ich in einem dunklen Raum mit einer Kerze als kleine Beleuchtung gesessen. Meistens hatte ich die Augen geschlossen. Ich hörte auf beiden Ohren ungefähr gleich laut ein mir bereits bekanntes Sirren oder Surren. Da jedoch leider der Motor des Kühlschranks in der nahegelegenen Küche kurz vor nach Übungsbeginn ansprang und er ein so ähnliches Geräusch macht, Tür war geschlossen, aber dennoch hörte ich was, war das Geräusch der inneren Stille nicht so deutlich bzw. so laut zu hören wie, aber es war da. Nach sehr kurzer Zeit spürte ich dann an meiner Stirn, circa in der Mitte, etwas, so ähnlich wie einen Aufkleber, der dort ganz sanft sitzt, circa 3 Zentimeter im Durchmesser. Diese Empfindung blieb auch mindestens 20 Minuten nach Beendigung der Übung deutlich wahrnehmbar bestehen. Ja, genau, das war's bis hierhin. Danke. Gut. Sicher, dass am Anfang nicht einfach ist, dass man andere Geräusche hören. Das ist auch sehr gut, weil wenn man das später das Gleiche möchte machen, bei einem einfach normaler Arbeitstag oder ja, im Verkehr oder zu Hause, also viele Geräusche, dann müssen wir akzeptieren alle anderen Geräusche, die können wir dann nicht, die müssen wir nicht ausfiltern. Wir müssen nur Fokus
unsere innere Geräusch. Wenn man das macht, dann werden die anderen Geräusche total auswirken. Viele machen das verkehrt und das ist sehr, sehr langwierige Arbeit und sehr schwierig. Wenn du möchtest ausfiltern, der Kühlschrank und Auto, die Gespräche oder was immer, das sind so viele Sachen, da kommt immer neue und dann statt umgekehrt. Wir fokussieren uns ausschließlich auf unsere Geräusche, die da einfach die anschauen, holen sie hier und stellen laut. Und der wird immer lauter, lauter. Das heißt, er wird nicht lauter, sondern wir werden mit dem Fokus im alles andere automatisch ausfiltern, wenn wir Fokus stellen auf unsere innere Geräusch. Stille Geräusch. Das ist Hauptsache, weil es auch gut, wenn man schaut, vielleicht später regelmäßig auch schauen und so üben, wie auch mit geschlossenen Augen, ist auch nicht schlecht, aber warum mit offenen Augen? Weil in der täglichen Arbeit, die wir tätigen, vielfach ist so einfache, sehr einfache Sache, dass wir einfach mehrere andere Sachen dazu tun. Und dann ist nicht notwendig, dass wir Augen zu haben, dass wir stille Raum haben, sondern es ist einfach im täglichen Verkehr, gehen wir raus und spazieren und trotzdem in der Stille hören. Trotzdem alles machen, wie in Meditation oder in Kontemplation. Auch die spirituelle Reise unternehmen, alles ist möglich, aber klar, das ist Übungssache, dass man sich dann konzentriert auf innere Geräusch oder ein bisschen zu fokussieren und die anderen akzeptieren, das sind da, das ist gut, das sind die da, aber die sind nicht aktuell, die sind nicht im Fokus, außer wenn man irgendeine von den Geräuschen ein bisschen lauter oder ziemlich laut wahrnimmt, dann müssen wir Fokus auf diese Geräusche haben oder einen Blick, dass wir sehen, dass es nicht irgendetwas, was uns möchte warnen von was immer. Deswegen ist es auch okay, dass wir Augen offen haben. Und trotzdem Fokus auf die innere Ohr stehen. Das ist so sehr wichtig für unseren ersten Kontakt mit innerer Stille. Super, danke schön. Ich habe auch was vergessen, einen Punkt, den möchte ich gerne noch zufügen. Und zwar habe ich mir in den letzten Tagen Gedanken zur Optimierung meiner Ernährung gemacht und dabei auch an die circa 3 Jahre gedacht. Das war so zwischen meinem circa 18. und 21. Lebensjahr, als ich fast nur vegetarisch gegessen habe, ab und zu nur etwas Fisch oder andere Meeresfrüchte. Ja, aber bin da jetzt noch zu keiner durchgreifenden Tat, sage ich mal, gekommen. Aber da habe ich mehrmals dran gedacht. Nur mal so als Randnotiz. Cool. Super. Heute dann, machen wir noch ein paar Neuigkeiten für unsere bewusste Ernährung. Okay. Vasilije, bitte. Ja, also ich habe täglich und oft auch täglich mehrmals, also täglich Karma-Auflösungen, Version Nummer 1 gemacht, dann im Kanal Wirkliche Liebe sein, in Liebe, ich liebe mich selbst, dem Körper und der Seele göttliche Liebe schicken, mich bei der Seele bedankt, positives Ein-, negatives Ausatmen und Silberei, also das war alles täglich oder auch eben mehrmals täglich. Dann 6-mal in dieser Woche Karma-Auflösung in der Nacht,
Ich habe diese Woche auch fast täglich Live-Talks auf YouTube nachgehört von dir. Ich kann die allerdings nicht liken, weil ich da ja nicht angemeldet bin, nicht registriert bin. Ich habe diese Woche auch wieder mich öfters daran erinnert, beim Wassertrinken Manifestationen zu geben. Den Workshop habe ich zweimal nachgehört. Göttliche Liebe habe ich ja ganz, ganz vielen geschickt in dieser Woche. Also das ging von über die Sonne bis zur Erde, bis Ortschaften, Tieren, hin zu Pflanzen, auch Situationen von Menschen, die ich jetzt nicht so gern mag, genauso wie Situationen von Menschen, die ich sehr gerne mag. Sogar den Sendemasten habe ich göttliche Liebe geschickt, dem Aragoniten, dem Wasser, Situationen von Tierheimhunden in Süditalien. Ja, ganz, ganz vielen. Dann habe ich öfters geübt, mehrere Fokusse gleichzeitig zu halten. Also zum Beispiel Live-Talks hören, bewusst hören, gleichzeitig was lesen, bewusst atmen, Kanal sein und die Geräusche im Raum genauso hören. Oder auch Fokus nach innen hören habe ich mit gleichzeitig kombiniert. Und zwar beim Spazierengehen auch eben mit meinem Hund. Gleichzeitig den Körper spüren, bewusst atmen, bewusst gehen, Kanal sein, gleichzeitig auf Geräusche, die vom Wald kommen, hören. Und natürlich auf meinen Hund achten, weil die Straße ist zwar eine kleine Ortschaft, aber ist Hauptstraße, ist trotzdem befahren und sie natürlich auch lenken und dann gleichzeitig nach innen hören. Das Ziel Sport habe ich diesmal mehr als erreicht. Ich wollte ja 2 bis 3 Mal in der Woche auf den Stepper. Das waren diese Woche 4 Mal. Göttliche Liebe in der Nacht schicken, das war nur 2 Mal. Irgendwie denke ich da sonst so gar nicht dran. Das habe ich noch nicht verinnerlicht. Ich habe die Info über natürlich Sendemasten und Organite weitergegeben, hier an eine Nachbarin. Und die Dame ist da sehr interessiert und ja, sie würde sich freuen, wenn du ihr da auch sagen könntest, was sie denn da so eben jetzt braucht an Organiten. Weil sie hat einen Sendemasten, der zeigt direkt auf ihr Haus und der ist sich ja circa 50, 70 Meter weiter entfernt. Vielleicht könnte man da nach dem Workshop noch mal ganz, ganz kurz drüber sprechen, genauso wie die Organite, die ich diesbezüglich bestellen möchte. Das nur am Rande auch. Dann habe ich ja mehrmals Affirmationen gegeben und heute auch prompt eine Affirmation vergessen. Und zwar eben für den Fahrtweg, Schutz auf dem Fahrtweg. Und habe da auch gleich die Rechnung präsentiert gekriegt in Form eines Strafzettels. Zu schnell in Ortschaft. Naja, habe mich dann für die Lektion bedankt. Dann habe ich ja weiter Strichcodes neutralisiert. Ich habe auch Fokus ausblenden geübt. Allerdings habe ich gemerkt, ich tue mich viel, viel leichter mit gleichzeitig mehrere Fokusse eben halten und ja, dass die trotzdem da sein können. Da tue ich mich leichter, mit Sachen total wegblenden. Dann habe ich in dieser Woche ja ganz viel geguckt, wie und wo eben Sendemasten sind, in Teilen von Österreich, auch in Teilen von Italien. Und wie die da verteilt sind, bin da ganz, ganz erschrocken, als ich da die Aufzeichnung vom Stadtplan Wien gesehen habe. Also wie viele da, boah, wie viele es da gibt. Habe mich danach gefragt, weil ich meine, manche sind auf Häusern und manche, ja, sind irgendwie zumindest zeitlich zugänglich. Ob es da Sinn machen würde oder ob das was bringt, wenn man da, keine Ahnung, Organite vergräbt oder was weiß ich, ob es da eine Möglichkeit gibt, da was zu neutralisieren, da was Gutes zu tun. Dann habe ich mich in dieser Woche einmal an einen gesamten Traum erinnert. Habe mich dann auch dann gefragt, boah, was sagt mir denn der Traum? Ich weiß, wir sollten uns nicht fragen, aber die Frage war einfach da. Ja, es kam dann anschließend
Ja, es geht darum, ich kann Geschenke schlecht annehmen. Ja, ich habe dann festgestellt beim nach innen hören, ich benutze dafür eigentlich immer mein linkes Ohr. Und das erste Mal habe ich das am Montag geübt, vor dem Einschlafen. Und zwar eben mit dem linken Ohr, das ging dann automatisch, also nach innen hören, immer tiefer rein in die Ohrmuschel, mit rechts konnte ich allerdings die Geräusche nicht ganz ausblenden, also manchmal nur teilweise, aber es ging trotzdem eben gleichzeitig mit dem linken Ohr nach innen hören. Die Stille wurde auch lauter, nicht ganz so laut, wie ich das schon mal erfahren habe. Leider war ich ein bisschen über 20 mit meiner Übung, auch abends, aber sie wurde lauter. Ja, und plötzlich war das ja dann ganz, ganz, ganz eigen. Also ja, die innere Stille. Und plötzlich hat sich in meinem Herzchakra was bewegt. Also das war so ein richtiges Hin und Her, so ein richtig mehrmals, also ein richtiges Ruckeln. Was haben wir denn noch? Ja, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also da habe ich fast gar nichts geschlafen, da war meine Hündin total wach, unruhig, sie hatte Angst und ich habe gar nicht verstanden, vor was und was überhaupt los war. Und im Nachhinein habe ich dann am Donnerstag, ja, habe ich es kombiniert, es gab ein Erdbeben in Italien, Marken Abruzzen. Und das hat man dann wohl, habe ich über Internet dann rausgelesen, hat man dann wohl auch in Österreich, Kroatien, Slowenien gemerkt. Also ja, ihre Sensorik war super, wesentlich besser als meine. Wasser, Ah ja, mit Wasser aufschreiben, die Menge war ich diese Woche nicht so fleißig, wobei die Menge sich, das ist immer um den Dreh rum, 2,5 Liter, da tut sich nicht viel. Und mir ist auch genauso wie Preisel der Orgonit auf den Boden gefallen, auf dem Fliesenboden im Park. Allerdings ist der ganz geblieben. Ja, das war's für diese Woche, Bericht für diese Woche. Super. Dankeschön. Schöne Erfahrungen. Klar, das ist das, was man sollte bewusst Leben nennen, dass man so viel wie möglich in dem Bereich Multifokus praktiziert. Dann wird einfach möglich, mehrere Sachen gleichzeitig tun. Und nicht wegen der Zeitersparnis, sondern dass wir einfach kennen, das Vierfache oder Fünffache oder Zehnfache mehr leisten, wie in normale, ja, nicht so bewusste Lebensart. Klar, dass das weitergeben, die Sache vor Gunita, und Schutz vom Masten. Ist schön, ist sehr gut. Im Prinzip, wir kennen nicht, kein Land schütze, weil wir sind zu wenig. Wenn jede Mast würde eine aktive Nutzer haben, dann könnte wir das unternehmen. Aber leider geht's nicht, weil in Österreich sind seitdem habe ich die geschickt, das habe ich oder in dem Moment gefunden, sind circa 13.000 Masten in Österreich. Aber es sind wesentlich mehr, weil hier ist aufgezählt nur die in Städte sind. Außerhalb von Städte, Autobahnen und so, habe ich nicht gefunden, irgendwo beschrieben, aufgezählt, aber schätzungsweise sind noch in ganz Österreich noch ein paar Tausend mehr. Das heißt, ich schätze mit zwischen 13 und 18.000 Maste. Das ist
Erschreckendes, aber ist Wahrheit. Wir brauchen im Prinzip für eine Stadt von 1 Million Einwohnern auf dem ersten Berg, das ist circa zwischen 50 und 80 Kilometer, eine einzige Sendemast erreicht. Aber wir brauchen nicht wie in meisten Städten, oder ich glaube so Wien ist 2,5 oder 2000 oder noch etwas, weiß ich es nicht auswendig. Aber es sind Tausende von Masten. Warum ein paar hundert Meter solche Masten? Und wenn man weiß, dass es sehr schädlich ist und dass die Kabel, die reinführen, das sind wirklich riesige Strang mit den Leitungen. Sehr, sehr schädlich für uns. Leider, sage ich so, auch in der ganzen Österreich, vielleicht gibt es ein paar hundert Leute, die aktiv arbeiten mit Orgoniten. Ich kenne kaum jemanden, aber ich sage, wenn, das sind so ein paar hundert Leute, die machen vielleicht mit sich etwas für eine Familie oder zu verkaufen, aber dass die Sendemasten verschenken, beschenke oder das schütze, nein, sind wirklich kaum. Ich kenne wirklich sehr wenige, die das tun, aus Liebe, sind sehr wenige. Von Deutschland sind eine kleine Gruppe, ein paar Leute, die ich kenne, vielleicht ist so auch ein paar Einzelne, aber sind zu wenige. Und Deutschland ist ein Riesenland von, ich weiß nicht, 80 oder 90 Millionen Einwohnern. Wie viel sind jetzt im Moment? Wie viel sind dort Sendemasten? Ich habe nicht geschaut, weil die Zahl bringt mir gar nichts. Aber wenn in Österreich, wo hat, ich weiß nicht, 5, 6 Millionen Einwohner, wenn dort schon 15 oder 17.000 sind, wie viel ist dann in Deutschland? Unglaublich. Aber was wir können machen und was gut ist, Leute informieren, dass das schädlich ist. Das bringt unglaubliche negative Einfluss auf jeden Mensch, dir. Und die Frequenzen, die senden, enorm. Und enorm negativ. Ne? Wir können im Prinzip nur sich selber in dem Moment, in jetzt im Moment schützen, weil wenn ihr werdet, ich weiß nicht, in ganz Österreich ein paar tausend Leute, die selber produzieren und jeden Monat etwas geben, einfach kostenlos für die meisten, könnte man etwas unternehmen. Aber im Moment oder bis jetzt ist das wirklich gar nichts passiert. Deswegen, was sagst du bitte? Ja, Entschuldigung, ich möchte nur kurz nachhaken, weil sonst geht es mir nicht, dass man verloren geht. Weil du sagst, wenn es in Österreich mehrere Leute gäbe, die das interessiert, da könnte man was machen. Eben, ja, da würde mich dann interessieren, würdest du dann sowas hier anbieten können? Eben wegen Organite machen und wie? Und wenn ja, wie viele Teilnehmer bräuchte es da? Ja, wenn die Leute würde das wollen lernen, wenn ich hier in Österreich bin, zum Beispiel, wenn die würde kommen, ich hier irgendwo in die Nähe, dass wir können organisieren das, dann meine Workshop kostet gar nichts. Aber wenn ich große Raum miete, dann müssen wir die Kosten für Raum, wenn im Winter beheizen muss Raum sein, kostet im Prinzip, einzige, was kostet, ist Material.
Ich muss für Workshop ein Material besorgen, weil man kann nicht kommen mit irgendetwas, ne, und dann mit dem arbeiten. Das heißt, ihr müsst schon wissen. Und man braucht für Workshop mindestens einen Tag, den ganzen Tag. Das heißt, dass man lernt Theorie und Praxis, wie wo was. Ideal wäre 2 ganze Tage, dass man genau fertig herstellen. Die Musterorganite, sage ich so. Wenn die kommen hier, wir müssen nur wissen, wie viele Leute das wert, und dann könnte man einen Raum hier mieten, weil wir können das in jedem beheizten Raum machen. Das ist von dem her kein größeres Problem. Ich weiß es noch nicht für Räumlichkeiten, aber gibt es sicher Möglichkeit, dass man das machen. Und Workshop kostet nicht, die müssen nur vorbereiten, die ganzen Materialien, was man braucht, und schauen, das Material vorbereiten. Weil nützt nicht, dass jeder bringt irgendeinen Kristall, andere bringt irgendetwas anderes. Und dann kommt ich hier, und dann haben wir ein Problem, das nicht vorbereitet ist. Weil man lernt auf dem Workshop genau Umgang mit Reinigung, wie vorbereitet, wie alle Materialien, welche Materialien, was sollte man meiden. Nicht kaufen, 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 und dann später kann man nichts brauchen. Deswegen könnte man das sicher problemlos organisieren. Je mehr Leute, umso besser. Wird nicht günstiger oder teurer, weil Workshop kostet gar nichts. Kostet nur den Raum, den mir für die eine oder zwei würde nützen. Termin können wir dann immer abmachen. Wow, super, Josef. Also vielen, vielen Dank für den ja kostenlosen Workshop diesbezüglich. Weil also Raum müsste ich schaffen zu organisieren. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht das große Thema. Das ja, wird sich finden, vielleicht sogar kostenlos oder ganz ein kleiner Beitrag. Wie groß, ja, je nach Teilnehmer ist schon klar, aber ja, wie groß muss denn der Raum sein, dass man gut arbeiten kann? Also bei, keine Ahnung, sagen wir mal 6 Teilnehmer. Nur so circa, dass ich mein Bild machen kann. So, ich könnte auch jetzt nicht 2000 Kilometer fahren, weil von Zeit her, aber ich kann auch irgendwo in die Nähe, wenn der nicht so wahnsinnig weit ist, kommen. Wenn die Räumlichkeit ja schon da ist und genug Leute sind, weil lohnt sich nicht jetzt, dass ich fahre 500, 600 Kilometer oder mehr, und kommt 4 oder 5 Leute. Dann ist das ja nicht wirtschaftlich, weil ich brauche wenigstens Unkosten wie Maut und Benzin, dass ich kann das einfach decken. Vielleicht kann ich bei jemandem schlafen, das ist dann weniger Problem, muss man nicht Hotel zahlen, oder? Das geht's auch. Aber ich sage so, wenigstens 10, 12 oder mehr Leute wäre ideal. Das zum Organisieren. Und wir müssen so rechnen, dass man braucht Tische. Klar, tue ich mit Folie überdeckt und mit altem Zeitungspapier, dass das wirklich nichts zu Schade kommt. Wegen dem Epoxidharz. Man kann das später ausputzen, aber warum soll man? Wir können das schützen. Man muss so rechts, jeder Teilnehmer braucht einen Teil vom Tisch, circa 60 cm. Das heißt, ein normaler Esstisch, der ist breit circa 80-90 cm. Und auf die 60 cm haben wir auf der einen Seite, das heißt zwei Leute, auf der zwei Seite pro 60 cm. Circa, sage ich, 60 cm reicht für Materialien, und das ist das, was man braucht. Das heißt, wir können zusammenstellen ein paar Tische, und
dass man für jede Rechner 60 cm Tisch. Er braucht nicht beide Seiten vom Tisch, das heißt die Breite vom Tisch ist circa 80, 90 oder mehr Zentimeter. Das heißt, die 90 cm Breite teilen sich zwei, aber Breite muss circa 60 bis 65 cm reicht. Okay, danke. Dann habe ich das jetzt verstanden, weil dann gibt's ja, würde ich sagen, auch die Möglichkeit, das von mir im Haus zu machen. Und ja, ich werde das mal im Auge behalten und da mal dranbleiben und ja, guck mal, was sie draußen die Kinder. Okay, ich würde noch weiter erfahren mit dem Organit und die Masten, Sendemasten. Ja, beste Schutz, was überhaupt existiert, ist der bewusste Schutz. Leider kaum jemand, das kann 24 Stunden halten, vor allem nachts nicht. Da braucht man ja einen Schutz. Und der einzige bekannte Schutz, vielleicht jemand macht noch etwas anderes, aber der wirkungsvolle, bewiesen wirkungsvolle Schutz ist Orgonit. Ich kenne keine bessere. Gibt schon etwas, was ich auch teste, aber ich sage, Orgonit ist noch immer das Beste und würde jedem empfehlen, das entweder selber herstellen oder kaufen. Wo immer kaufen, aber nicht warten, 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 weil die Frequenzen sind immer stärker oder werden immer stärker und aggressiver. Und wenn man das merkt, dann ist es sowieso zu spät. Weil die können produzieren jede beliebige Frequenz, ob das Krankheit oder irgendeine psychische Problem oder Dekonzentration, was immer. Die können alles mit der Frequenz erreichen. So Informationen geben, 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 ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn man so einen Vortrag hört von Orgonite, dann weiß man, dass nicht nur kleine Orgonite sind, sie Orgonstrahler oder Cloudbuster heißen, die können wir auch herstellen. Klar, das ist für die, die möchtet oder kennen, auch ein bisschen mehr investieren, weil dann geht es ein bisschen mehr in Luft. Das heißt, wir schützen uns dann auch aus dem Luft bis 10, 20.000 Meter und auch im Kreis ein paar hundert Meter und das ist ja auch sehr gut, aber man muss mehr investieren, weil dort ist circa ja zwischen 15 und 25 Kilo von Epoxy und sind mehrere Kristalle. Ja, und die Kupferröhre, das kostet einfach einiges mehr. Man muss schon rechnen, so, ja, ich schätze, so ungefähr, sage ich, 200 Euro sicher für so einen Orgonstrahler. Aber das vielleicht als irgendein Zukunftsprojekt, aber am Anfang würde ich so schnell wie möglich und so viel wie möglich Orgonite herstellen, dass man kann wenigstens sich selber schützen, weil für den Schutz rund um die Sender braucht man ziemlich viel Wissen. Das kostet auch nicht, wenn ich gebe, aber da gibt es Strahlen, die sind auf den Häusern und dort kommt man kaum. Und dort ist der Schutz noch einmal schwieriger. Wenn man kommt auf das Haus, dann ist es sehr einfach. Aber wenn nicht, dann ist es wirklich ziemlich schwierig, das zu bewerkstelligen.
Deswegen sage ich, gibt die Möglichkeit, ja, immer. Nur kostet mehr Mühe und Arbeit. Aber im Moment würde ich empfehlen, sich selber, Familie schützen, so gut wie möglich, also diese Strahlen. Klar, es sind nicht nur Orgonite gegen Masten aktuell. Wenn man da schaut, was viel Trafo, die große Trafo, ich weiß nicht, wie heißen die, das sind die Stromverstärker. Oder ich weiß es nicht, wie die heißen im Prinzip. In jede Ortschaft, in jede Stadtteil oder in Vorstädte heißt es auch in Mitte von der Ortschaft gibt es ein Schutzgebiet umzäunt und dann sieht man die, da kommt große Hochspannungsleitungen und wird der Strom noch einmal verstärkt und dort wird verteilt. So eine Anlage, das sind unzählige Tausende Watt an Strom. Und strahlt einige hunderte Meter enorme negative Frequenzen für uns. Solche Sachen sind im Prinzip zu meiden, so weit wie möglich. Und ich habe ja auch bei uns in Umgebung alle mit Orgonite gesehen. Gibt's so kleine Trafo-Anlagen, die sind so in kleine Häuser in die ganze Stadt verteilt. Die verstärken kleinere Anlagen, das heißt kleinere Stadtteile. Und dort, wenn man wohnt in der Nähe, das ist auch unglaublich. Dort müssen wir auch Sachen. Am Friedhof, das ist unglaubliche emotive Energie, negative. Dort, ich habe meine, in Rovinj habe ich auf dem Friedhof circa 20 Orgonite getan. Spitäler, ist genau das Gleiche. Gefängnisse, dort wo Militär ist, das sind alles Anlagen, die sind vollkommen mit negativer Energie übersät. Unglaublich, wie viel von denen gibt es solche. Eine Kirche, rund um Kirche, in Kirche, ist genau das Gleiche. Zum Beispiel die Hochspannungsleitungen. Wir sind auch gestern in Italien eine Familie besucht und dort verbracht Nacht. Das wird natürlich nochmal von dem ein paar Wörter sagen. Die wohnen dort ja, circa 250, 200 Meter von der Hochspannungsleitung. Ich merke die Energie, okay, die haben schon vor einigen Jahren, ja, schon viele Jahre, sicher 10, 12, 15 Jahre, haben die von mir gekriegt, die Orgonite. Und der hat gesagt, in dem Umgebung, wo er wohnt, das gibt es unglaublich viel Krankheiten. Das ist so eine kleine neue Siedlung mit Einfamilienhäusern. Also, das ist unglaublich, wie viele Leute dort leiden und sterben ziemlich schnell von ja, Herzinfarkt und der Hirnblutung, was Krebs, unglaublich viel Leute sind in letzter Zeit erkrankt. Ist neu, ganz neues Siedlung.
interessant, es ist schon bewiesen, dass solche Anlagen unglaublich negativ sind. Was machen wir dann? Das kann mit nicht ganze Leitungen, wo sind überall, wenn man schaut, auch in Österreich, wie viel die Hochspannung Leitungen gibt es, die sind nicht mal wahnsinnig entfernt. Parallel oder ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer, das ganze Land ist auch vernetzt, ist auch Absicht, ist nicht zufällig. Wenn man das alles schaut, was können wir unternehmen? Wir haben die jedes Haus voll mit Steckdose, Lampen und Verbraucher. Das ist alles Elektrosmog. Wir sprechen über Elektrosmog. Aber wer schützt sich vor dem? Strom ist 50 Hertz. In Amerika 60. Unsere normale, ruhige Herzschlag ist auch zwischen 50 und 60 Hertz. Und wenn sie das überlappt, aus der musikalischen Sicht oder physikalischen, geht man, wenn sich zwei gleiche Töne die überlappen, dann löst sich eine aus. Das heißt, existiert nicht mehr. Man hört dann keine mehr. Und das passiert auch mit Strom und Herzschlag, die kommen in Einklang. Da wird eine stört. Das heißt, er kommt aus dem Balance. Und klar, warum haben wir so viel Herzprobleme in Kroatien? Habe ich gelesen, ein Bericht. Das sind 42 bis 44 Prozent aller Todesfälle Herzversagen. Warum? Spaß mal, warum? Weil sehr viele Frequenzen sind so eingestellt. Alle Strom im Haus, die immer in Stadt oder wo immer sind, ist auf die 50 Hertz bei uns. Ob das Neonröhren dazu sind und x andere Sachen, spielt keine Rolle. Das sind nochmal Sachen, die uns einfach negativ beeinflussen. Dann sind noch mehr Emotionen und Stress und Nachrichten und, wie du sagst, Erdbeben. Erdbeben ist im Prinzip ganz normaler Vorgang und passiert im normalen Fall nichts Schlimmes. Aber Angst ist da. Nachher wird Nachricht geschickt und wird immer Angst eingejagt. Sicher, dass immer wieder passiert so Sachen. Teil ist künstlich vorgerufen oder gemacht. Der Rest ist auch von Natur. Aber meinten jetzt, was die machen mit Harp, tun die auch Erdbeben künstlich, das heißt mit Frequenzen hervorrufen. Und, einmal schwächer, dann noch stärker und jeder denkt, ach, das ist Natur. Aber ist nicht Natur. Kann sein, aber ist nicht immer. Weil die machen das schon gezielt. Wichtig ist das, was kommt. Die Nachricht. Das war auch in Türkei, glaube ich, in Istanbul. Ich weiß nicht, wie viel ist das, 20 oder mehr Jahre. Ist zwei, dreimal schwer gewesen. Und dann haben sie gesagt, ja, ist ganz normal. Da haben die gesagt, ja, aber wenn kommt stärker,
wäre gut, dass man sich irgendwie dort schützt. Wohin willst du gehen? Weißt du nicht, wann passiert? Dann hätte ich das wirklich stark. Ich weiß nicht, jetzt 8 oder mehr. Die Anhalte und dann ist ganz klar, ist der größte Teil vom Staat zerstört. Ich weiß nicht, ist Istanbul in östlicher oder westlicher Teil gewesen, aber ich weiß, dass es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Tausende, aber Tausende Leute ja, umgekommen sind. Wenn man das alles schaut, man braucht keinen Krieg, wird alles schön nach Plan dezimiert. Und dann sagt man, ach, wir müssen aufpassen, dritter Weltkrieg. Welcher dritte Weltkrieg? Brauche keinen Weltkrieg. Dezimierung ist in Gange. Alltag, 24 Stunden wird das gemacht. Klar, das ist jetzt nur ein kleiner Teil. In Manipulation teilte mir noch auch mehr von dem Berichte. Nicht wegen, dass wir Angst jetzt haben. Nein, wir können nichts ändern, weil ist Plan. Und die Macht oder die Mächte sind so stark, die das alles kontrollieren. Ja, als einzelner Mensch wirklich null Chance, etwas größeres Unternehmen, wenn mehr einzeln ein paar Leute sind oder ein paar hundert Leute, dann müsste zum Beispiel in Österreich mindestens 60, 70, 80% der Menschheit erwachen und sagen nein. Und das wäre Lösung. Bewusstheit, die kollektive Bewusstheit könnte das bewerkstelligen mit ein einziges Wort. Nein. Bis dann wird das Theorie bleiben. Ich kann hier alles allein nichts tun. Ich kann nur weitergeben, 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 weil ich bin hier kollektiv und ich darf nicht etwas wie andere tun. Wenn man sagt, aha, ich lebe in Stadt und ich möchte die Stadt verändern. Nein, geht's nicht. Mit Geld kannst du nicht, weil manipulierst. Mit innerer Macht können wir auch nicht, weil man kann nicht in einer Stadt, wo zum Beispiel hat, bei uns 15.000 Einwohner, wenn sind 12.000 Einwohner auf der negativen Seite, was sollte die 3.000 machen? Gar nichts. Brauchte noch einmal bewusst weitergeben, 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 das mir reicht, sage ich so, zwischen 60 und 80%, dann ist unsere Macht vollkommen erreicht. Und da kann man das total verändern. Ganzes System, im Prinzip alles. Das würde ich sagen. Weitergeben, weitergeben, Information. Später tun wir auch ja, paar Minuten für das nutzen. Aber ja, Moment, ist das so gut in kurzer Sache, weil es gibt so viele Sachen. Heute haben wir etwas weniger Zeit. Wir haben Zeit bis 2,5 Stunden, das heißt bis 10:30 Uhr, bis 11:30 Uhr. Okay. Möchtest du noch etwas sagen? Also, Ja, ich habe mich gefragt, was das mit dem Ruckeln war, Josef, also bei der Übung eben nach innen hören, das Ruckeln im Herzchakra. Entschuldigung, könntest du noch einmal wiederholen?
Ja, sicher. Ich habe mich gefragt, vielleicht kannst du mir das beantworten, was das mit dem, also bei mir hat sich ja bei der Übung nach innen hören, also im Herzchakra so wirklich was bewegt. Wie ein Teilchen, das da hin und her sich bewegt, also so springt, so hüpft, ruckeln. Was das war, wollte ich wissen. Was das ist das, mit dem Übung, der mir auch unsere Herzchakra aufmachen, öffnen. Gibt noch mehrere Übungen, aber wir können jetzt nicht Sachen tun, die braucht viel zu lange Zeit. Deswegen machen wir das mit dem Abkürzung, das heißt, wir schauen der innere Fokus, mit dem tun wir auch die vor allem Herzchakra aufmachen. Das muss ich noch erklären, dass wir dürfen uns nicht konzentrieren auf die Chakras. Ich muss erklären, weil viele Leute haben schon Beziehung zum Chakra-Möglichkeiten, was die Chakra ja, Funktion hat. Aber das ist auch okay zu wissen. Aber bitte keine Schwerpunkte auf die Chakras. Wir machen alle Chakras in eine einzige, sage ich so, in eine einzige Sekunde. Das sind vielleicht ein paar Sekunden, aber das ist Sekunde Arbeit. Deswegen tun wir die ganze Wissenschaft von alle Chakras auf die Seite tun. Die sind für uns in dem Sinne kein Schwerpunkt. Weil wir arbeiten auf viel höherer Ebene und Chakras sind für uns mit dem Atemzug ein und aus, ist alles offen. Wenn man das wirklich aus Liebe tut. Und dann brauchen wir keine erste Chakra hier und her, zweite noch mehr, dritte auch Horror. Für was? Viele Lehrer befassen sich Leben lang nur mit Chakra. Und die bleiben noch viele, viele Leben lang nur mit Chakra. Und wenn die alle aufmachen, dann kommt wieder nächste. Aber die Chakra werden nie vollkommen offen, weil hängt nicht am Chakra. Selbst wenn du auch sieben oder sieben Fenster hast, du musst nicht schauen auf die Fenster, sondern du musst schauen auf die ganze Umgebung, weil nützt dir nicht am besten Fenster, wenn die Umgebung nicht stimmt. Deswegen sage ich, wir brauchen nicht schauen auf unsere Chakra. Wissen ja, wie wo was gezielt, was man braucht, dass man weiß, aha, Herzchakra ist für uns wichtig, für das. Oder Kronenchakra oder das ist klar. Aber es ist so Grundwissen, nichts mehr. Und wenn man ein bisschen studiert im Internet, dann sieht man, dass es so viel über Chakra. Und am Ende bist du gefangen in einem Kreis. Wie beim Yoga, Meditation. Bist du in einem Kreis und du kommst nie raus. Weil du weißt nicht wohin. Kommst da auch kaum rein, weil jeder, der kommt rein, muss im Klaren sein, dass das geht über Jahre lang oder Jahrzehnte, Jahrzehnte, Übung, Übung, Übung. Brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir können das machen mit ein paar Atemzüge und mit dem Kanal göttliche Liebe zu sein. Aber die zwei Sachen können wir auch 100 Leben lang machen, wenn man falsch macht. Aber wenn man richtig tut, aus Liebe, hier gibt es nicht einen Zufallgenerator, sondern entweder mache ich aus der Liebe oder mache ich gar nichts. Aber wenn man es richtig macht, aus der Liebe, sage ich, das ist richtig. Das ist eine richtige. Dann gibt es keine Probleme. Klar, man muss
die loslassen, keine Bindungen da sein. Aber das ist das, was wir schon jetzt sehen. Und wenn man dann das möchte tun, dann ist es nicht notwendig, irgendeine Lehre über Chakras, Yoga, Training, was immer, gar nichts. Aber das ist auch nicht bei uns primär, dass wir irgendeine astrale, kausale Ebene erreichen, weil dort sind wir sowieso jede Nacht mit unserer Seele reisen wir, wo immer, wo Aufgaben uns anführen. Das heißt, ist nicht Notwendigkeit, ist etwas, was man kann erreichen, wenn man möchte. Für uns sind höhere Dimensionen sehr wichtig, weil in dem Bereich liegt unsere Zukunft nicht in irgendeiner Astralebene. Astralebene ist Vorstadt von unserer Erde, nichts anderes. Aber die nächste Dimension ist andere Dimension, sind ganz andere Welten. Okay. Das war sage ich, keine Bindung. Lass das sein. So die Arbeiten. Kanal sein. Liebe schicke. Und Fokus. Lass das fließen. Ist egal, was passiert, kann nichts Schlechtes passieren. Gibt es noch etwas, was man muss wissen, dass vor der Chakra ist Herzchakra. Dort, wo unser Herz in Mitte ist, unser Herzchakra. Auf der gleichen Ort hinten auf der Wirbelsäule gegenseitig ist negative Pol. Deswegen ist auch die negative Pol vom Herzchakra heißt Hass. Das heißt negative Pol. Wir nennen es einfach, dass man weiß, was das ist. Ist Hass. Deswegen sagen wir, Liebe und Hass sind wirklich sehr nah. In unserem Körper nur einige Zentimeter. Der negative Pol hat auch sein materielle Teil in unserem Körper, nicht eine mehrere, aber in der Höhe von der Herz, auf der hinteren Sache. Und, wenn man Anatomie ein bisschen studiert, dort ist eine Wirbelsäule Teil ein bisschen anderes, der hat eine Ausbuchtung, das heißt, ist nicht normale. Wie normale und die Ausbuchtung ist wie ein Implantat, aber ist kein Implantat, weil es genetisch verbunden mit unserem Körper wird. Jeder geboren mit dem. Das ist genetisch so gemacht und wir haben, das heißt, Wahl entweder negativ oder positiv sein. Wenn wir arbeiten auf der positiven Seite, dann macht man die vordere, so also Herzchakra auf und die fließt, die Energie fließt. Wenn man negativ ist, dann macht man die hintere Teil und dann fließt auch, ist auch göttliche Energie, aber ist negative Pol, daran arbeitet man auf der negativen Pol. Und wenn man arbeitet für negative Pol, dann dreht sich die Herzchakra oder reflektiert, wie immer, auf dem negative Pol, negative Drehung. Das heißt, die negative Drehung ist jetzt Gegenrichtung vom Uhrzeiger auf dem normalen Uhr. Und wenn man positiv ist, dann dreht sich die Uhrzeiger Richtung, so dass man weiß, wie das ungefähr, sage ich ungefähr, auf
funktioniert, weil eine bewegte Chakra waagerecht, eine senkrecht, ist prinzipiell eine und die andere sind nicht richtig, weil das ist nur virtuell so, weil die Ausstrahlung ist in 3D und der hat überhaupt keine Richtung in dem Sinne waagerecht oder senkrecht, weil geht's in alle Richtungen, aber Strahlung dreht sie auch das Ganze. Die Galaxie dreht sich in positive Richtung oder in negative Richtung. Also es beide Richtungen sind okay und sind in Einklang mit uns selber. Wenn man arbeitet auf positive Pol, andere eine Richtung, wenn die negative, andere Richtung, das ist das. Gibt es keine schlechte oder gute, sondern nur zwei Gegensätze. Weil wir lernen auch viele Sachen aus Erlebnissen von negativen Polen sowie von positiven. Okay, gibt es noch etwas? Nein, ja, danke mal für deine Infos. Und ja, ich hatte da also zu der Zeit eigentlich null Ausrichtung oder Konzentration auf irgendein Chakra. Es war einfach plötzlich da, eben das Ruckeln, sich bewegen und ja, danke für die Antwort, Josef. Okay, gut, ist zum Berichten, dass man weiß, wie was funktioniert. Wenn man nicht sicher ist, man kann einfach im Moment aufhören, mir einfach Mail oder was immer senden, dass ich weiß, kann Bescheid geben, dann können wir weiter weiter tun, weil normal das, was wir tun, alle Aufgaben sind wirklich mehrfach erklärt und gibt es wirklich kaum Möglichkeit, dass man irgendetwas schlecht oder negativ für uns könnte tun. Außer wenn man das möchte, abändern und anpassen. Und jemand hat schon das gemacht, leider. Aber das muss jeder verantworten. Ich kann sagen, das, was 100% funktioniert, und das, was nicht funktioniert, sage ich auch und warum. Deswegen ist nicht diesmal notwendig, etwas anderes zu tun und probieren, weil wir sind da zu lernen, nicht zu modifizieren. Ich darf auch nicht Weisheit, was ich kriege, modifizieren und anpassen. Ich bin nicht für das befugt. Ich habe auch keine Rechte, das zu tun. Ich gebe das weiter und wenn jemand das möchte annehmen, okay, wenn nicht, ist auch okay. Deswegen ist es auch gut, die Aufnahmen zu haben, dass man dann wirklich nicht einmal, sondern mehrere Mal hören, dass man keine Fehlsache macht. Ist nicht notwendig, aber man kann immer nachhören und die Richtung tun. Okay. Ich würde heute ein paar Sachen vertiefen. Eigentlich sind nicht neue, aber es sind ein paar Sachen, die sehr wichtig sind in dem Bereich die neuen Aufgaben für die neue Zeit. Das haben wir schon wirklich gut angefangen. Ich habe letzte Workshop in Kroatisch, letzte Woche, das heißt letzten Sonntag, gehabt. Nachdem haben wir direkte Besprechung für Leute, die möchten aktiv arbeiten auf dem Gebiet mit geben und nehmen, Informationen weitergeben. So. Und das sind, glaube ich, 11 oder 12 Leute gewesen, also es sind mehrere, weil bei uns ist so,
haben nicht alle Internetzugang oder Computer. Dann haben die einfach mehr Leute, insgesamt sind 17 oder 18 Leute gewesen. Und am Ende sind alle geblieben. Nach dem offiziellen Workshop, dem Teil, wo ist besprochen worden, die Aufgaben. Klar sind nicht alle interessiert zum Arbeiten. Eine möchte nur wissen, wie, wo, was machen und. Was spielt keine Rolle. Für mich ist nicht wichtig, wer möchte das missbrauchen. Das tut es sowieso. Aber für mich ist wichtig, dass die das möchten. Wollen aus dem auch brav wachsen, dass sie das richtig machen. Hier ist genau dasselbe. Trotzdem, dass die Aufgabe leicht sind, sehr leicht und einfach, sind nicht so einfach, weil Selbstvertrauen Selbstsicherheit fehlt. Das ist wie beim Verkäufer. Einer kann kommen, ich Haus und verkauft alles, was er will. Alle kaufen. Gibt solche Präsentationen. Und der andere verkauft gar nichts. Er lässt gute Eindruck und er ist lustig. Nett und so, aber er verkauft nichts. Das ist auch bei uns so. Viele Leute denken, ach, warum soll ich das jemand sagen? Was habe ich davon? Ach, warum soll ich das sagen? Weil vielleicht könnte ich so irgendwie komisch schauen und mir denken, dass ich einfach ein bisschen so ja, nicht gemacht bin. Die Vorurteile hindern uns enorm. Unglaublich. Das, was wir wissen, ist einzig wichtig, dass wir weitergeben. Und wir wissen, niemand dränge bitte. Oder belästigen, sondern einfach die Information geben. Wo immer gibt es so viele Kontakte, die wir pflegen, und jede fängt immer mit gleich. Ach, wie geht's dir? Was kannst du jetzt sagen? Ja, ich sage, geht's nicht besser? Perfekt geht's mir. Am Anfang ist das doch, wenn du zweite oder dritte Mal sagst, hey, was ist mit dir? Was machst du? Dir geht's immer gut, besser, besser als letztes Mal. Letztes Mal ist gut gegangen, wie kannst du noch besser sein? Dann kommt Fragen. Dann kannst du sagen, ja. Ich arbeite bewusst auf meinem Wachstum. Ich bin vollkommen glücklich, weil ich kann alles im Griff haben. Und wenn da keine Frage kommt, ist auch okay. Kommt nächstes Mal und sagt wieder, wie geht's dir? Aber dann sagst du, wie geht's dir? Wie geht's? Sehr gut. Und wie geht's dir? Dann der andere sagt, ja, ich habe Probleme, die und die eine und noch eine und prägt das und die Krankheit und. Dann sagt ja, warum hast du Probleme? Möchtest du sie nicht lösen? Gibt's auch Möglichkeit? Ja, Gesundheit. Kein Problem. Emotive Probleme. Noch weniger. Kein Job. Man kann das auch mit Affirmationen erledigen. Wenn du möchtest versuchen, warum nicht? Melde dich. Das reicht. Wir haben einfach Information gegeben. Klar, wenn jemand dich interessiert, dann sagst du, ja, was geht's? Dann können wir auch eigene Erfahrungen, was wir erreicht haben. Nicht ins Detail, klar, aber einfach die Informationen geben. Klar, das, sagt man, ach, ich habe
ja, kein Mut, das zu sagen. Warum? Man verkauft nicht Faulei, man gibt es nur Informationen. Deswegen ist wichtig, dass man bewusst ist, entweder überhaupt nichts tun. Dann haben wir Detail im kollektiven Bereich noch immer versäumt oder noch nicht angefangen. Oder arbeiten nur für sich selber allein. Aber wir leben nie allein. Man möchte einfach kollektiv etwas gewinnen, profitieren, verdienen, aber wir geben die Kollektiv gar nichts. Wir tun den ausgeben nur für sich selber. Hier ist dann Ego noch immer zu stark. Das heißt, müssen wir noch wachsen, 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 dass wir das erkennen, dass wir nicht allein leben. Das, was wir hier machen, sind 400 oder 4.000. Wie in Amerika, wenn ein kommt und verkauft Bewusstsein, das sind aber tausende Leute in jedem Dorf, in jeder Stadt, das er macht. Was hinter steckt, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber das sind Verkäufer. Wir brauchen nicht so ein sein. Wir müssen einfach nur unsere Erfahrungsgeschichte geben. Das reicht. Wenn das so wäre, dann würde ich nie auf so einen kleinen Workshop überhaupt eingehen. Warum? Wir haben Millionen Sachen, die ich könnte zu dieser Zeit machen, die würde mir vollkommen glücklich machen. Warum nicht? Trotzdem mache ich das. Weil ich tue etwas für Kollektiv. Nicht für Einzelne, für Kollektiv. Und das muss ich auch. Das schauen wir, dass die lernen, das zu akzeptieren. Ich habe gesagt, wir müssen gar nichts zahlen. Wir müssen etwas tun. Das steht da. Die können nichts für andere tun, das soll er zahlen. Aber das ist kein bewusster Weg. Natürlich, das ist das, wenn ich krank bin, zahle ich und dann jemand wird mir einfach heilen. Aber von dem werde ich nur momentan geheilt. Aber die Ursache ist nicht behoben, das heißt, kriege ich sowieso rein. Dann zahle ich umsonst. Die Prinzipzölle zahle ich an meinen Arzt oder die Krankenkasse oder Arznei, nur dass ich die Krankheit verschieben kann. Entweder später oder auf eine andere Krankheit. Es spielt keine Rolle, was für Krankheit kommt, sondern man muss wissen, dass die wechseln von einem zu anderem. Aber wir sind dann immer und ewig krank und haben nichts gemacht. Aber wenn man etwas tut, für sich, erkennen oder beweisen, dass es funktioniert. Ich habe heute, habe ich kurz erschaut in Facebook ein paar Sachen gepostet und habe einen Bericht gelesen. Das heißt mehrere, aber ein Bericht. Wo haben die riesen Boom gemacht jetzt? Und das wird in Facebook promoviert. Ich kann jetzt im Moment nicht sagen, welches Land. Ist eine Studie rausgekommen, wo haben die auch Ärzte mitgemacht, wo haben die ausgesucht, Krankheit Diabetes 1 und 2 und die geheilt. Innere maximal 30 Tage, aber Ergebnis ist schon nach einer Woche eindeutig gewesen. Nur die ganze Heilungsprozess ist abgeschlossen in einem Monat. In 30 Tagen,
Diabetes 1 und 2 weg. Das sind 6 Personen von 32, 33 bis 58 Jahre ältere Leute. Alles Insulin, Spritze, Tablette, was immer. Voll geheilt. Da haben wir geschrieben, ja, von dem berichte ich schon über Jahre lang. Kein Boom. Dann kommt eine, weil steht Dürre. Und jetzt ist riesen Boom. Diabetes ist heilbar. Das ist, ob das weiterkommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe das mir beweisen, in der Familie haben wir das geheilt. Aber wer hört das? Kranke nicht. Weil es ist nicht so schlimm, dass er nicht noch ein Jahr kann leben. Und dann nimmt er leichter eine Tablette oder Spritze. Oder eine, mehrere, einige. Ne? Aber es spielt keine Rolle. Sind nach jedem Mahlzeit, das heißt, habe ich gesehen, 14, 12, 16, 17 Tabletten pro Tag. Oder Spritze. Warum nimmt man das nicht einfachere Lösung? Ohne Tablette, vollkommen Heilung. Man hat Angst, wenn ich Tablette nicht nehme, was dann? Dann probiert er mal. So kann ich wenigstens leben. Ohne Tablette hat der Arzt gesagt, ich kann nicht leben und überleben. Das ist das Glaube. Das ist nicht weitergegangen wie in unserer Urzeit. Der Priester hat recht, er hat gesagt. Oder der Heiler hat gesagt, er hat recht. Heute sagt der Arzt und er hat recht. Gibt es keine Kontrolle. Gibt es keine Aber oder. Nein, gibt es nicht. Das ist das. Wir haben die Macht in unseren Händen. Wir sind da. Wer nützt das? Die haben keine andere Wahl. Und alle aufgegeben. Seit du jetzt lebst, so viel lebst, wenn du stirbst, okay, du hast sowieso nicht lange Zeit. Und dann kommt, Josef hat gesagt, das. Man kann es probieren. Aber es sind sehr wenig, es ist wirklich sehr, sehr wenig. Weil Glauben kann mehr, aber anwenden, ja, gar nichts. Das bleibt irgendwie in unserem Programm viel zu fest reingebrennt. Die Tradition oder Titel, der Angst vor Sterben ist der größte Feind. Dann sage ich, wir können Information geben, alles andere ist sehr schwierig. Weil die globale Ebene, das heißt globale Bewusstseinsebene, ist gar nicht global. Ist wirklich sehr, sehr mager. Trotzdem äußert er hier nach irgendeiner Angabe in verschiedenen so Kreisen, das sind die spirituelle bekannte Kreisen, wir sind schon in Übergang und ab 16. September sind wir offiziell im goldenen Zeitalter. Ich wollte nur gerade fragen, ob ihr auch das merkt, dass wir jetzt im goldenen Zeitalter leben. Hoffentlich. Lebt ihr auch in goldenen Zeitalter? Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Gold. Aber okay, wir brauchen ihn nicht, deswegen stört mich nicht, dass der Luminant liegt tonnenweise auf Weg. Ich konnte heute auch nicht von Italien fahren, weil es ist alles Gold auf der Seite. Gold, Gold. Und
Ich habe keinen Platz im Auto. Ich habe meine Organite. Was soll ich mit Gold anfangen? Aber das ist rund um uns das goldene Zeitalter. Wir müssen nur nehmen. Leute glauben. Man macht gar nichts, weil Gold ist schon da. Man muss nichts tun. Goldene Zeitalter, ich muss nichts dafür tun. Ich muss nur genießen. Ich weiß nicht, ob ihr auch genießt, die goldene Zeitalter. Weißlinie, bitte. Wie, ob ich das goldene Zeitalter genieße. Ja, Josip, ich freue mich jetzt mal, dass ich wieder für mich ja, einen für mich guten Weg eingeschlagen habe. Ich arbeite daran, ich bin bemüht und ja, ich tue das, was ich jetzt tun kann und hoffe, dass es immer mehr wird. Das heißt, es wird immer mehr werden. Ja, das ist jetzt mal mein Weg und ich verkopf mich, also ich kriege mich da gar nicht über goldene Zeitalter oder sonst was nach, weil ich habe sonst so viel zu tun, was wichtiger ist und ja, das mache ich. Danke. Du hast wenigstens ausgereicht, die goldene Zeitalter. Der ist schon da, ja klar. Aber nicht ab 16. September. Der ist in Gange und wird noch einige hunderte Jahre dauern. Aber was meinst du, Preisliebe? Ja, war es nicht der 16. Oktober? Weiß ich jetzt auch nicht, ist auch wurscht. Ja, da lache ich eigentlich auch nur inzwischen, weil diese ganzen Daten, sei es nun die Heilsverkündung, also dass irgendein Retter erscheinen wird dann und dann oder ein Weltuntergang ist oder sonst was, kommt sowieso nicht hin. Aber immer wieder gibt es solche Daten. Ja, genau. Aber das ist einfach so. Deswegen viele Leute spielen Lotto, weil die sind überzeugt, die kriegen das. Aber kriegen es sonst nicht. Kriegt immer nur eine Stadt oder der Organisator. Das ist hier dasselbe. Genießt noch immer die ganze goldene Zeitalter, nur die negative Pole, aber positive leider nicht. Die wachsen. Negative genießen. Jetzt ist das Entscheidung uns selber, welche Polen wir einschlagen. Aber jeder sollte erreichen das, was er sich wünscht. Das ist auch so gut. Ja, in dem neue, ich sage jetzt so neue Zeitalter, wo im Prinzip ich betrachte es nicht neue Zeitalter als angefangen, weil das ist schon längst im Laufe. Spreche von unsere. Das heißt, der neue, für mich ist der neue Punkt oder Anfang gekommen. Nicht für mich persönlich jetzt, sondern für uns als Gruppen. Ich spreche als Gruppen. Leiter in dem Sinne, weil die Aufgaben, die wir gekriegt haben, sind wieder ein bisschen modifiziert, verändert. Und nicht einfach heute Tag, morgen Nacht, sondern sind einfach, geht weiter. Alles bleibt gleich wie vor, wie vorher, aber wird erweitert für die neue Aufgaben. Neue Aufgaben sind die, was wir jetzt besprechen. Dass wir leben nicht nur für sich in eigene, eigene Schale und schauen, dass der alles uns gut geht. Aber andere spielt keine Rolle. Wichtig ist ich und meine Kinder oder meine Familie. Das ist diese Zeit. Sollte für die bewussten Menschen oder die scheidet die Weg Bewusstheit nicht mehr individuell, nur individuell, sondern gleichzeitig teilt sich. Ich bin vollkommen individuell und vollkommen den kollektiven Bereich, weil ich lebe auch jeden Tag individuell und
kollektiv. Das heißt, gibt's kein Trennen. Am Ende ist sowieso, ich bin gleichzeitig 100% individuell und 100% im Kollektivbereich. Und das ist das, was wir in Einklang müssen bringen. Wir lernen hier auf dem Workshop, dass wir nicht rausbanden oder verbannen die negative und bevorzugen nur positive. Das wäre der falsche Weg. Wir bevorzugen nur eine, leben in vollkommenem Gleichgewicht. Weil in unserem Körper, in unserer Umgebung, in unserem emotiven Körper, überall in 3D, ist duale Welt. Wir können nicht jetzt eine vernichten, da gibt es keine Balance. Wenn da kein Balance ist, dann ist es sowieso nicht mehr 3D, sondern 1 oder 2D. Und das dürfen wir nicht. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre im Prinzip das ganze Universum. Zerbrechen. Er wird nicht zerbrechen, weil wir die immer erhalten von Massen. Aber für uns ist wichtig, dass wir wissen, wir sind beides. Und aus den beiden Polen machen wir unsere dritte, die vollkommene Gleichgewicht. Wenn wir mit dem da sind und wir sind, nicht die ganze Zeit, aber wir leben vielfach in dem Gleichgewicht. Dann ist unsere Aufgabe, Gleichgewicht herstellen, innere Werte, das heißt individuelle Werte und kollektive Werte. Und wenn das nicht schafft, dann sind wir noch nicht in vollkommenem Gleichgewicht. Das ist die nächste Stufe, die wir sollten erreichen. Und Aufgabe sind, dass man arbeitet, die ganze Zeit in im Bereich vom Individuellen und im Kollektiven gibt es keine Trennung mehr. Ich bin da für euch, genau wie mich. Ich kann nicht sagen, ach, heute habe ich keine Lust. Nein, ich mache das aus Liebe. Und dann, deswegen habe ich gesagt, wir müssen als Kollektiv arbeiten, genau wie individuell. Eine oder andere darf nicht zu kurz kommen. Klar, wir entscheiden, in welchem Bereich wir arbeiten. Wir können nicht jetzt in 24 Stunden 2 Millionen Sachen im individuellen Bereich machen und auch so viel in den Kollektiven. Nein, wir tun einfach das, was im Moment Priorität ist, dort arbeiten. Wer möchte, wie gesagt hat, aha, wir organisieren einen Workshop aus Organit, das muss ich ganz schützen, das ist für Kollektiv. Okay, super. Aber jetzt kann man sich nicht sofort auf 1000 Sachen konzentrieren. So gehen wir 1, 2, 3, 4 Sachen, individuelle, genau das gleiche, machen wir das, was Priorität ist. Klar, im individuellen Bereich haben wir bis jetzt viel, viel, viel mehr gemacht. Das macht nichts. Wir gehen jetzt wieder nächste Stufe. Nächste Stufe ist individuell, kollektiv. Und dass die auch im Gewicht bleiben. Weil ich kann auch, ich könnte nicht sagen, ach, weißt du, ich bin den ganzen Tag beschäftigt mit meinen Meditationen oder Reisen oder was immer. Ich habe keine Zeit für so kollektive Käse. Nein, überhaupt nicht. Ich komme gerne und mit Liebe tue ich das, was ich kann. Gibt es Sachen, wo ich zeitlich nicht kann tun. Einfach geht's nicht. Wir haben pro Tag 24 Stunden und ich muss ziemlich gut planen jetzt, wo was tun. Weil im kollektiven Bereich, genau wie Familie, und meine Familie muss auch etwas tun. Zum Beispiel meine Familie ist jetzt in einem Raum und ich bin in anderen Raum, weil wir haben in Österreich zwei größere Räume.
die macht etwas anderes. Drüsen, das würde ich gerne früher schlafen gehen. Nein, aber die macht auch etwas für mich und ich tue auch für sie. Das ist der Kompromiss, dass wir müssen einfach eingehen. Und deswegen sind unsere Workshops nicht, aha, das links und dann rechts und so, sondern wir müssen auch verstehen, die ganze Prozess im Universum, dass wir können diesen Prozess auch leben. Sicher, dass man muss lernen, trinken und atmen tun. Viele Sachen und erhalten unsere Körper und lieben unsere Körper. Liebe schenken und ihm richtig, okay, das mache ich später vielleicht. Viele Sachen. Aber das muss man gleichzeitig tun mit unserer Umgebung. Ist egal, ob die positiv oder negativ sind. Für uns das spielt keine Rolle. Wir kennen immer göttliche Liebe im ganzen Prozess. Und die, die möchten negativ, die tun überall negativ sein, mit uns nicht. Die, die möchten positiv, die tun mit jedem positiv, auch mit uns. Dann haben wir nie Problem mit dem Sprung von negativ auf positiv, weil wir sind im Gleichgewicht. Das ist der Grund, warum lebe ich im Gleichgewicht. Das ist der Grund, dass ich immer sagen kann, mir geht's perfekt. Morgen wird noch besser gehen. Ist nicht Lebenseinstellung, sondern es Leben. Einfach ich lebe in göttlicher Liebe. Einstellung ist eine Absicht. Ich habe keine Absicht. Ich lebe einfach dieses Leben. Ich brauche keine Vorsätze. Ich lebe so liebe das, was ich tue. Wenn ich das nicht möchte, sage ich, nee, ich kann das nicht fertig. Aber in dem Gleichgewicht mit sich selber zu sein, ist die erste Aufgabe. Zweite Aufgabe, wenn wir das erreichen, dann leben wir im Gleichgewicht mit Kollektiv. Ein Kollektiv ist nicht nur Mensch. Alles Materielle ist Kollektiv. Das sind alles Kollektiv. Ob das Natur ist oder irgendeine Gegenstände, spielt keine Rolle für uns. Auch Gedanken sind auch kollektive Bereiche. Außer die wir individuell noch pflegen. Aber das ist so unglaublich viel Sache, die nicht kompliziert, die einfach, aber sind sehr komplex. Das vertieft sich immer enorm, weil wir sind nicht so einfache Wesen, wie man vielfach möchte, das weiß machen. Wir sind sehr manipuliert und dann verliert man die ganze Wissen und Mächte und die Macht, was wir haben. Das ist Absicht. Wir möchten hier das alles wieder erwecken, in Funktion geben und voll Power in dem Bereich dann leben. Mein Ziel ist Liebe leben oder in Liebe leben. Nicht jetzt Liebe nur schicken oder denken oder sich wünschen, sondern leben. Und das ist dieser Prozess, die wir tagtäglich lernen, dass wir sagen, okay, ab jetzt können wir in dem Bereich kollektiv und individuell leben, in Liebe leben. Wenn das erreicht ist, keine Sorge machen, was kommt, was nicht kommt. Kommt genau das, was für uns das Beste ist. Aber erst dann, wenn ihr das heute möchtet, dann passiert Chaos. Jeder Mensch will das so heute wollte, dann würde eine Katastrophe in 3 Sekunden Weltuntergang. Liebe im Gleichgewicht zu leben, kann nur ein erzeugen.
noch viel mehr Liebe, Gleichgewicht oder die goldene Zeitalter, wie man sich das wünscht, oder? Ich habe, ja, wer möchte sehen? Nö, ich nicht. Du, Vasilie? Nein. Okay. Ich wollte nur noch ein Beispiel geben. Jetzt diese Test in vollem Gange. Und ich habe in Italien in der Nähe von Venedig eine Familie mit befreundet schon. 20 Jahre. Unsere Kinder haben die, von der Familie haben die Deutsch bei uns gelernt, in Ferien, und unsere haben die Italienisch gelernt bei denen. Das heißt, wir sind einfach, beide sind Familie. Und dann sind wir gestern gekommen. Dann fragt man immer, wie geht's? Diese Frau gesagt, ja, ich habe Probleme, meine Orgonite, die du mir geschenkt hast, funktioniert nicht mehr. Ich habe gesagt, ja, die funktioniert wohl, ich spüre das. Ja, schau mal, die funktioniert nicht. Dann nehme ich die Hand, er sagt, ja, aber die funktioniert 100%. Aber warum spüre ich nicht? Ich sagte, ja, aber sag mir erst, was für Farbe machst du heute? Einfach in deinem Leben, was ist deine Farbe jetzt? Ich sage, ja, ist das falsch, wenn ich sage schwarz? Ne? Das ist nicht falsch, das ist richtig. Sie ist total zu. Sie ist voll mit ja, negativer Energie befallen, mit Problemen, auf alle Seiten. Sie hat auch ja, ein paar Sachen, nicht nur schwere Krankheiten, aber ja, langsam entwickelt sie die auch. Und da hat sie gefragt, ich weiß nicht, was du. Ich sagte, ja, du musst dich aufmachen und sich lieben. Ja, ich liebe mich, ich liebe dich. Er sagte, ja, von der Spiegel. Ja, nein, von der Spiegel, einfach lieb dein Körper, deine Seele. Einfach alles, was du tust. Das kann ich nicht, ich hasse das. Er sagt, ja. Aber wie kann ich das? Was soll ich tun? Ich tue alles. Er sagt, ja, muss nicht tun. Jetzt kannst du eine halbe Stunde einfach sitzen. Nicht. Einfach nicht denken, spreche vom grünen Salat oder was immer. Dann habe ich einen, unsere. Eine von unseren Tests Kissen gegeben. Und sind nicht alle gleich. Also wir haben jetzt Tests mehrere verschiedene. Es sind, glaube ich, 12 oder 14, weiß ich nicht, oder 16. Da habe ich eine gegeben. Eine ihre und eine Tochter. Eine ihre Mann. Tochter hat wohl das erste gespürt. Sie sagt, wow, das ist super. Okay. Dann sitzt eine halbe Stunde, sagt, du weißt, du kriegst das nicht mehr. Ich sagte, warum? Das ist so gut. Ich fühle mich wieder gesund, ich bin wieder neu geboren. Ich sagte, nein, aber das ist nicht für dich gut. Du musst noch negativ sein und krank sein und schlecht denken und verrückt sein. Alles musst du. Das will ich nicht. Ich sagte, da musst du noch 2 Wochen aushalten. Dann kriegst du deine richtige. Aber du darfst diese Abend das noch so. Deinen Körper halten und spüren die Energie. Das heilt mich. Ich sage, nein, er heilt dich nicht. Du heilst dich selber. Er
dort nur helfen, da dich zu einfach öffnen zu den Heilkräften. Und heute in der Früh, wo sie mir gegangen, dann hat sie gesagt, aber ich zahle dir, ist egal wie viel kostet. Ich sagte, ja, aber das ist nicht zu verkaufen. Wie kannst du mir das kaufen und nicht zu verkaufen gibt? Ja, aber das ist für mich, ich will nicht ohne. Ich sagte, na, du kriegst in 2 Wochen deine und das wird deine. Aber nicht jetzt diesen Testmodell, ich kann dir das nicht geben. Also, aber du darfst nicht binden. Du brauchst das nicht. Du willst das nicht. Du musst nur das innere Werte zu manifestieren. Und das ist das. Und das hat sie gesagt, ja, aber kann das meine Mutter, kann sie meine Schwester helfen, kann sie. Da hat sie gerade 20 Leute. Ja, das kann helfen. Das kann heilen. Aber unter einer Bedingung. Dass du allen Informationen gibst, wenn du 100% sicher bist, dass das funktioniert. Und wenn du kriegst das, dann hast du Zeit, das zu ausprobieren und weitergeben. Wenn das ist, dann machen wir ein Workshop und mir das erklären, wie das funktioniert, was zu tun ist. Und dann kann jeder entscheiden, ob er möchte arbeiten mit oder ohne. Das ist der neue Impuls und der ist jetzt voll im Laufe. Wir haben jetzt in Österreich ein paar Gespräche schon. Einladungen. Einfach so als Besuch. Weil die wissen, dass ich verschiedene Sachen mache, als Schutz und so, Brille weg und Solarium und so. Aber am Ende wird sowieso alles wieder auf die neue Produkte, das heißt Orgonite kennen die schon viele, aber auf die neue Produkte, weil wer möchte sie nicht selber heilen? Alle. Aber Unternehmen ist einfach der Schwerpunkt. Etwas Unternehmen ist ja Hindernis, riesiges Hindernis. Und wenn man so kleine Helfer hat, die funktionieren, ich habe das nicht sich ausgedacht. Das ist mir nur gegeben. Information nach so, 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 fertig. Ich bestimme nicht, wem funktioniert, wem nicht. Kann auch nicht allen funktionieren. Eine habe ich von den Gästen gegeben, wo haben wir geredet, dem Freund, und nach der 20. Minute hat er gesagt, was ist drin? Ich sagte, gar nichts. Gar nichts, ist einfach organisch am Namen geschrieben. Ja, Materialien. Ich sagte, ja, aber das kann jeder machen. Ich sagte, ja, das ist so. Man kann jeder machen. Das ist auch jedem erlaubt. Er wird nicht funktionieren, weil fehlt noch etwas anderes. Aha, was ist noch drin, geheim? Kann ich aufmachen? Ich sagte, nein, muss nicht aufmachen. Ich sage dir, was ist drin. Göttliche Liebe ist drin. Wie schaut das aus? Ich sagte, ja, das ist nur ein Gedanke. Wenn du das da reingeben kannst, mit dem Material, dann das funktioniert 100%. Aber dann ist das leicht. Ich sagte, okay, dann machen wir es so. Nach 14 Tagen machst du so eine und gibst du deine Frau. Und siehst du, die spüren Unterschied zwischen meiner und deiner. Und dann, wenn das funktioniert, dann kannst du produzieren. Ich wäre froh, wenn du ein Jahr 10 Millionen verkaufst. Dann bist du reich, Mann. Aber das sind jetzt, er hat diese nach 20 Minuten gesagt, ja, das ist nicht für mich gut.
Ich arbeite auf der viel höheren Ebene. Ich arbeite jetzt mit Träumen. Super. Okay, arbeite. Das ist gut, das ist dein Weg und das gibt es nicht Besseres. Wir arbeiten in Träumen am Anfang, nicht am Ende. Träume sind einfach nur kleine, auch ein kleiner Helfer. Aber am Anfang, später, wenn man bewusst lebt, tut man auch bewusst träumen. Dann braucht man nichts mehr. Wir leben dann bewusst Träume, genau das gleiche wie im täglichen Leben. Dann braucht man nicht mehr aufschreiben. Das haben wir schon bewusst alles erlebt und können wir schon teilen oder unterscheiden die Aufgabe in Träumen. Für andere ist das erste Punkt, die leben nur für das. Das ist auch so gut. Ich habe gesagt, das ist so gut, leben nur. Wir sehen uns und berichten. Ja, längst geplant, das heißt geplant, nicht bewusst geplant. Ich habe eine Familie, ist eine Frau, ist von Bosnien, ist gleiche Sprache und spricht perfekt simultan übersetzt schon Englisch, Italienisch und Kroatisch. Die sind auch in dem Bereich ja, spirituelles Wachstum, aber die haben keine so Wohnsitz haben in Amerika, in Australien Wohnung, in Italien oder in Trieste und in Bosnien, in Kroatien leben da auch überall und wandert immer so. Wir haben schon vor einem Jahr abgemacht, dass wir einen größeren Vortrag und Workshop in Trieste organisieren. Dann später in Udine. Aber bis jetzt ist das ja, aus mehreren Gründen nicht statt gefunden. Ja, jetzt kommt der kollektive Bereich zum Einsatz. Wenn sie das umspricht, dass die Kissen heilt, aber es heilt nicht. Und dann kommen viele Leute und sagen, wow, Heilung ist da. Dann wird die kollektive Erwachen. Was für Interesse am Anfang ist nicht wichtig. Aber wenn 20, 30 oder wie viele Leute immer sind, vollkommen glücklich, haben uns viel gemacht. Das sind wenigstens die möchten etwas für sich tun. Weil ich habe gesagt, ich verkaufe nicht, wenn man nichts tut. Dich hilft nicht, da kaufst du etwas, das funktioniert gar nichts. Das funktioniert nur, wenn du selber möchtest etwas unternehmen. Gar nichts. Aber ich erkläre es sowieso einmal. Da wir einfach zusammensitzen, Stunde zwei, die Aufgaben oder das heißt die ganze Funktion durchgehen. Es sind vielfältiger, wie man denkt, aber wir müssen sie kennen. So fängt er auch mit unserem Workshop, kurzer Workshop, sind 40, 50 Minuten, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist jetzt, in Wien, glaubst du, das sind 40 oder 50 Minuten, in Wien auch. Aber ihr Thema ist auch dementsprechend interessant. Hoffe, dass da mehrere Leute Interesse haben. Und dann sehen wir, ob das bringt mehr Interesse auf den kollektiven Bereich. Ich kann nicht sagen, jetzt machst du hunderte Vorhänge und schützt die ganze Stadt. Glaubst noch nicht so weit, nirgends. Aber wenn man sagt, okay, du kannst dich selber heilen, aber als Dank informiere andere.
dass sie das auch selber tun. Vielleicht wäre es so Ansporn wert, wenigstens Familie und gute Freunde zu informieren, dann selber. Das ist auch ein Teil, den ich möchte weitergeben, auch wenn ihr beide kriegt. Erst selber werden, schauen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Ich kann im Voraus nichts sagen, von denen, ich weiß nicht, 42 oder mehr, wie viel haben wir als Test gemacht, weil jede hat ein bisschen andere Funktionen. Man hat mehrere oder weniger Schichten oder was immer. Es sind im Prinzip keine einzige ist gleich. Und ich kann nur im Moment nach Gefühl schicken. Wenn ich muss machen, dann ist etwas anderes. Aber deswegen ist wichtig für mich noch ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht sofort fragen. Preisel wäre, welche Farbe ist das jetzt, wo dich am meisten anspricht? Einfach eine Farbe, die du jetzt im Moment findest, einfach angenehmer. Einfach für uns sagt man, ach, das ist meine Farbe. Ja, ich mag gern Purpur, also so Purpurlila. Okay, und die weiße Linie? Türkis und Grüntöne. Bitte? Also Türkis, so Blau-Grüntöne, Mischung aus Blau und Grün. Nur Frage, dass ich sehe ungefähr die Farbtöne, die man jetzt im Moment anspricht. Das heißt, noch immer gar nichts. Das ist einfach der Moment, in dem man jetzt einfach kürzere oder längere Zeit lebt. Das ändert sich mit Zeit, klar. Super. Okay, das ist der Erfahrungs- Bericht aus dem individuellen und kognitiven Bereich. Ich würde auch schauen, im täglichen Leben, dass man versucht, auch in dem Bereich leben. Dort, wo man fühlt, aha, das ist okay. Geht es nicht, dass man es wahnsinnig anstrengend machen und irgendetwas verkaufen, sondern dass man in dem Bereich kann ehrlich sein. Nicht, ich spreche jetzt nicht von die neue den Organkissen, sondern von Organite, von unserem Wissen, von Bewusstsein, von Affirmationen, wenn man sicher ist, dass man das kann weitergeben, Recht geben, für göttliche Liebe allem schicken, Kanal zu sein, Atemübungen. Das ist so Sache, wo kann man wirklich problemlos geben, aber nicht erst mir. Das heißt, wir können geben erst, wenn man gefragt wird. Aber wir können nicht jetzt warten, dass jemand kommt und sagt, weißt du, was sind Organite? Das wartest du für 100 Jahre auch mehr. Aber wenn jemand hat Probleme mit Schlaf, mit irgendeinem, dann kann man sagen, okay, ich schütze mich mit Organiten gegen die negative Energie. Entweder kennst du oder kennst nicht. Und wenn man sagt, der funktioniert nicht, dann sagt ja, funktioniert schon. Man sollte wissen, wie das anwenden. Ist egal, ob wir nicht sind oder nicht. Wir müssen das können annehmen, die Energie. Wenn wir das nicht können, dann können die für uns nicht funktionieren. Für die Sache, was wir jetzt praktizieren und leben, die Sache, sind auch frei zu geben. Das ist kein Geheimnis. Das ist für alle da. Für alle, die möchten.
Aber ich kann nicht jetzt kommen und sagen, meine Tochter, ach, du musst das nehmen, weil das für dich gut ist. Da passiert gar nichts. Deswegen geht es nur Ärger. Widerstand. Aber wenn ein Gespräch kommt, ob das im Geschäft oder auf der Bar, Café oder was immer, da hat man immer im Hintergrund die, aha, viele haben Probleme. Und das ist das, was sie erst ansprechen. Dann gehen wir einfach weiter. Wir haben keine Probleme. Wir haben nur Erfahrungen, die uns erwarten, diese zu lösen. Das sind keine Probleme. Und wenn wir das mit Liebe tun, wenn wir die Einstellung weitergeben oder in Liebe geben und die Situation im Voraus Liebe schicken, dann sind wir einfach die schon direkt arbeiten im kollektiven Bereich. Dann müssen wir nicht lernen, wir müssen nur anwenden. Weil wir haben nichts zu lernen. Wir geben das, was wir haben, und das haben wir, das gibt es keinen Zweifel. Und wir geben nur das, was für uns, das heißt, wird gefragt. Bitte nicht sagen, wow, also ich habe neue Fernseher, möchte ich noch einkaufen. Das brauchen wir nicht. Das sind die neuen Sachen, die wir jede Woche auch durchsprechen. Und die das nicht bereit sind zu tun, ist auch okay. Ist kein Verbrechen, ist überhaupt nicht. Ist okay. Viele kennen das nicht. Wir sind noch nicht so weit. Aber wir sind auf dem Weg, dass wir bewusst werden, die Kollektiv. Das heißt, dass wir im Kollektiv bewusst leben. Nicht, dass wir organische Portale werden, sondern das sind die kollektive Seele. Aber wir sind ein Kollektiv. Jeder Dorf, jeder Land, das ist eine Einheit. Die EU ist auch eine Einheit, wie man jetzt betrachtet. Aber jetzt ist geführt von den negativen Kräften. Warum sollte nicht übergehen in positiven Bereich? Braucht längere Zeit, braucht eine kollektive Erwachung. Und dann sind wir auch in dem Weg kollektiv. Und wenn man das kann erreichen, dann sind wir alle zusammen, die bewusste, göttliche Liebe. Dann gibt es kein Warten, sondern wird in dem Moment alles übergehen in goldene Zeitalter. Nicht alle Leute, klar, sondern nur die haben das erreicht. Die anderen sterben nicht, die bleiben in 3D. Das ist am Anfang ausreichend, weil wir machen in jedem Fall jede Woche einen Teil von dem Belang, dort weiß nicht, so viel notwendig. Und ja, bewusste Berichte, bewusste Erfahrungen in dem individuellen Kollektiv sind jetzt genau das gleiche hier zu berichten, wenn man reicht hat, klar, oder lebt etwas, sicher. Und ja, das sind die Reihe von neuen Aufgaben, die wir haben. Weil das sind Aufgaben. Weil wir sind im bewussten Wachstum, nicht im passiven. Dort, wo man erreicht hat, sich und seine Familie zu sich absichern und alle anderen sind ausgeschlossen, ist er aus dem Gefängnis raus. Wir sind eine vollkommen freie, göttliche Seele. Bitte. Also eine Anmerkung und eine Frage bitte kurz. Also zum Infos, Wissen weitergeben. Also ich mache das sehr, sehr gerne, habe ich immer schon sehr, sehr gerne gemacht. Also mich freut es. Und ich freue mich darüber, wenn ja einfach so vielen Menschen wie möglich da unterstützt, geholfen werden kann und ja, es ihnen auch nützt. Also das mache ich total gerne und habe auch viele Möglichkeiten dazu. Und ich habe aber auch eine Frage, du hast von einem Workshop in Österreich gesprochen und von einem Workshop in Triest.
Da wollte ich fragen, was denn das für ein Workshop ist und was es da geht. Weil ich bin, an sich bin ich ja, ich bin ja italienische Staatsbürgerin. Also ich verstehe auch Italienisch und da würde mich interessieren, um was es da geht. Bei den Workshops. Ja, klar. Die Workshop geht es klar in Italien, in Österreich und in Kroatien auch gleichzeitig alles. In Kroatien haben wir schon einen langsamen Übergang. Erste Workshop ist schon diesen Monat gewesen. Zweite geht nächsten Monat, wird je monatlich gemacht. Eine ist Workshop und eine ist der Vortrag. Das heißt, der erste Vortrag und die interessiert sind, leitet weiter. Hier ist nicht gegangen, noch nicht auf die neue Sache. Das ist jetzt erst gekommen. Die Aufgabe ist die erwachend kollektive Bewusstheit. Aber springende Punkt ist erst individuelle Bewusstheit, dass die im Moment circa 98 vom, also 98% von Menschheit krank sind oder nicht schwer krank, aber krank oder mit viele Beschwerden. Und dann habe ich den Impuls gekriegt, Heilung wäre Grund zum Erwachen, Selbstheilung. Das heißt, Heilung macht schon aber tausende von Heiler und hilft gar nichts. Die Leute werden so Schafe, die gehen sich impfen, entweder in Spitäler oder Ärzte, oder sind wieder Schafe, die gehen zum Heiler, nehmen an die Heilung und beide sind passiv. Tun gar nichts. Sondern nur beten, dass die geheilt werden. Hier ist anderes. Hier musst du nicht beten, nicht glauben. Du musst anwenden. Und wenn du das möchtest, dann kommt der erste Punkt. Wenn du möchtest selbst heilen, sich selbst heilen, dann musst du drei Sachen machen. Essen umstellen, trinken umstellen und denken umstellen. Und wenn du das umgestellt hast, dann heißt das Selbstheilung. Vollkommen Selbstheilung. Ohne irgendeine Hilfsmittel. Die noch nicht so weit sind und brauchen die Hilfsmittel, dann können die nutzen verschiedene Sachen, die ich auch produziere, die kann jeder lernen. Das heißt, muss man nicht kaufen, muss etwas tun. Das heißt, du musst selber aber nicht machen. Du kannst auch selber verschiedene andere Hilfsmittel machen oder kaufen. Und sich selber helfen, ein ganzes Wissen kriegt man auf den Workshop. Deswegen mache ich auch Hilfsmittel, die sind dann vollkommen intakt. Das heißt, dass man kann es mit solchen Kitzen sehr schnell heilen, heilen, selbst heilen, sage ich so. Man spürt in sehr kurzer Zeit den Prozess. Wenn man das nicht hat, dann ist es mal wieder zurück, weil Ursache ist noch nicht behoben. Das ist nur ein Teil, zeigt, dass man kann. Das heißt, man muss das regelmäßig anwenden. Und dann ist dann nur Gedankenarbeit. Der Gedanke heilt, nicht irgendein Kissen. Ein Kissen ist nicht Placebo. Kissen funktioniert tatlos. Aber er tut nur das ge geben, was ich wollte geben, nichts anderes. Deswegen funktioniert so, weil ich habe mir die Funktion gegeben. Aber Funktion ist nicht, dass er dich heilt wie ein Heiler und dann, dass du nach dem Heilungsprozess von halb Stunde oder zur Stunde gehst nach Hause und dann gehst weiter und machst genau das gleiche negative Sache wie vorher, weil du bist geheilt. Dann ist das ganze Prozess umsonst. Dann kann ich sitzen und weinen. Dann habe ich nichts gemacht. Habe meine ganze Zeit verloren für Manipulation oder Selbstmanipulation. Hier ist anderes. Ich
gebe dir Werkzeug, mit dem musst du arbeiten. Das heißt, du musst bewusst leben, trinken, essen, denken und kannst du auch, wenn das notwendig ist, anwenden von den Hilfsmitteln, die am Anfang später brauchst du nicht mehr. Das heißt, wenn du liebst dich und dein Körper, dann tust du sehr schnell umdenken alle Sachen. Wenn du das nicht tust, dann nützt dir nicht mal 1000 Kissen oder Organite nichts. Aber gar nichts hilft dir. Deswegen sagen, das ist nur für die Leute, die möchten, wirklich möchten, heilen, sich heilen, selber heilen. Für die anderen gibt es Millionen Heiler, die müssen fortgehen. Und das ganze Wissen, auch wie bei unserem Workshop, nur nicht so im Detail, weil mehr geht, höhere Wege, nicht nur Selbstheilung ist uns, für uns ist Selbstheilung nur ein Aspekt, die müsst durchgehen und anwenden. Ciao, gehen wir weiter. Für die ist das höchste Punkt im Moment. Aber wenn die das regelmäßig anwenden, dann ist automatisch, du kannst nichts weg. Wenn du dich liebst und glücklich lebst und gesund bist, alles andere in Gleichgewicht tust, dann bist du automatisch auf dem spirituellen Weg und wachst. Du bist einfach die bewusste göttliche Wesen. Und dann ist im Prinzip die kollektive Erwachen da. Da fehlt nur der Klick, dass du gehst im bewusste Anwenden. Und ich potenziere schon bei denen, die nicht bewusst leben, schon, dass die bewusst wissen, aha, ich kann mich heilen, aber ich muss die Information weitergeben. Und das ist das. Das ist die Kette Reaktion. Wenn das so, wie ich möchte, weitergeben, auch weitergegeben wird, dann haben sie 100% Erfolg. Und ja, das, was mich hier lernt, lernt man auch dort, nicht in dem Umfang, einfach in die 3, 4, 5, 6 Stunden wird das konzertiert gegeben. Und dann schauen wir, dass das ja, regelmäßig, weil die Workshop kostet gar nichts. Ich komme in Dresden, ich komme hier in Österreich. Meine Frau hat nach Hamburg, nach welche Städte, hat sie gemacht, Workshop. Sie sind gegangen, 2 Tage gegangen, kostet zwischen 300 und 600 Euro. Die ist gegangen, sie macht mindestens 20 solche Workshops. Warum sollte ein Grund sein, dass die auch von Deutschland nicht kommen, nach Österreich oder umgekehrt? Kostenlos. Aber wir müssen die Information geben, dass das funktioniert. Aber dass wir das können geben, reicht nicht mein Wort, sondern die hat erlebt diese Heilung oder Selbstheilung. Angewendet. Das ist der ganze Prozess. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Josef, dann ist der Schwerpunkt von den Workshops Österreich und Italien Trieste Selbstheilung. Ist das richtig? Nein, das ist nur ein Erwachepunkt. Das ist so einfach, das ist so etwas, was uns jetzt im Moment beschäftigt, unsere Heilung. Und diese Heilung im Prinzip ist nur ein Teil von dem ganzen Prozess. Weil wird nicht gewerbt, Reklame oder Werbung ist nicht, aha, mach Selbstheilung. Sondern bewusst leben und sich selber heilen. Weil eine oder andere geht's nicht. Wenn du bewusst lebst, dann liebst du dich in deinen Körper, essen, trinken und alle anderen um dich. Wenn du dich selber heilen kannst, dann kannst problemlos, wenn du dir 3 Sachen machst. Und wenn du die ganze Prozess gemacht hast, bei einem geht's ein paar Wochen, bei anderen paar Monate, oder bei anderen gar nichts, weil er willst das nicht.
anwenden. Aber wenn du das anwendest, dann bist du im Prinzip auf der bewussten Weg zu leben. Vollkommen bewusste Weg bist du eingegangen. Dann ist im Prinzip mein Ziel erreicht. Wenn du bewusst lebst, da habe ich nichts mehr zu sagen. Du kannst noch für später weiter wachsen oder nicht. Das spielt keine Rolle, aber wenn du auf dem bewussten Weg bist, dann existiert nicht mehr der Positiv-Negativ, weil bist du dann schon im Bereich vollkommene Gleichgewicht. Und das ist auch Ziel, nicht nur heilen, sondern alles zusammen. Das ist ein Package, ein Paket, wo existiert nicht heilen nur, sondern existiert bewusst essen, trinken, denken und sich heilen. Das sind vier Aspekte. Die bewusste Leben ist im Prinzip die Resultat. Wenn du lebst bewusst, dann sind die vier Aspekte wie bei uns schon drin. Wenn man bereit ist, das zum Aufgeben, die Krankheit und unglückliche Leben und Probleme und so, dann ist die Erfolg 100% da. Deswegen sage ich, ist keine eine, weil ich verkaufe keine Selbstheilung. Dort könnte ich problemlos machen, nur ein Kissen, der heilt viele Krankheiten und dann kann ich aber Hunderte oder Tausende verkaufen, brauche nur Leute, die gut können das weitergeben und dann habe ich mein Rolls-Royce im Monat. Aber das ist nicht Ziel. Ich möchte keine heilen. Ich möchte, dass sich selber, jedes selber heilt mit Wissen. Und wenn das noch nicht erreicht ist, dass man kann nutzen solche Helfer. Das ist mein Ziel, dass die Leute bewusst leben, nicht nur heilen. Heilen ist nur ein Aspekt. Was heißt, wenn du dich heilst und nicht bewusst lebst, dann bist du in ein paar Monate oder Woche oder ein paar Jahre bist du wieder total unten am Boden krank. Ist das klar jetzt, was ich möchte erreichen mit dem? Ja, ich glaube schon. Ich wiederhole es nochmal zumindest so, wie ich es verstanden habe und dann sagst du mir, ob ich es wirklich verstanden habe. Also, Workshops, da geht es eben um bewusst leben und sich selber heilen. Und ich habe das jetzt so verstanden, durch die Erfahrung, was die Menschen da ja auch machen, auch sich selber zu heilen durch die Erfahrungen, ist ja dann auch gewährleistet, dass der eine oder andere die Information, die Erfahrung weitergibt, auch an andere Menschen weitergibt, die Erfahrung, und dass sich das dann so ausbreitet wie ein Lauffeuer, einfach um mehr Menschen zu erreichen, aufzuwecken, dass sie bewusster leben. Ja, und sich auf den bewussten Weg begeben. Habe ich es jetzt verstanden? Ja, genau. Weil wenn ich sage bewusst leben, dann gibt es von 1000 vielleicht 10, gibt weiter. Wenn du dort krank bist und tut sich heile, dann hast du mindestens 100 Menschen, die krank sind, informiert, du hast dich geheilt. Dann ist das Feuer. Und diese Feuer ist mir wichtig, dass du gibst weiter, dass du dich geheilt hast. Klar, das können nur die Menschen, die krank sind, aber meistens sind krank. Deswegen ist das jetzt auch Grund, warum mache ich durch Heilprozess auch die Bewusstheitsprozess. Das heißt, Prozess, die wird einfach als Heilungsprozess am Anfang gegelten. Aber der Heilungsprozess beinhaltet die Bewusstheit leben, bewusste Leben. Dann haben wir erreicht. Nur, sozusagen, ich habe gesehen, über die Jahre, wo habe ich gelernt, Leute, die bewusst leben, dass die nicht einmal die eigene Familie das gesagt haben. Niemandem. Das ist Geheimnis. Das ist mein tiefstes Geheimnis. Das heißt, nicht meine. Von denen. Die haben das als Geheimnis für sich einfach behalten. Das ist total ein falscher Weg. Das ist Ego-Trip. Ich, für mich, alle anderen ist egal. Nicht mal in Familie hat das gewusst.
Deswegen habe ich gesagt, gar nichts. Bist du krank? Okay. Heile dich. Ich gebe dir Wissen, aber du musst es, wenn du das erreicht hast, weitergeben. Und das ist das. Wir haben jetzt in Kroatien die zwei, die haben die Krebs selber geheilt. Und ich gebe das weiter. Ich gebe es schon weiter, das da, und dann hätte ich anfangen mit dem da Prozess. Das ist frisch gegeben. Das ist jetzt das neue Weg. Die habe ich gekriegt und gebe ich weiter. Und hoffe, dass das erreicht wird bis Ende der Zeit. Josef, also nochmal Gedankenweg. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn du Preisel und wenn sie mag natürlich auch und mir die Infos dann weiterschickst, wenn du wieder was machst, also wenn so ein Workshop stattfindet, weil wir zwei kennen sicher auch einige Menschen, also ich auch, und wenn da irgendwo was in der Nähe von Wien auch mal stattfindet und so, also dass ich das vielleicht manchen Menschen weiterempfehlen darf. Vielleicht wird es sinnvoll, wenn du uns das zuschickst, wann da wo was stattfindet. Da könnten wir auch anderen Menschen das empfehlen. Ja klar, im Moment ist so, weil das nicht kostet, muss ich schauen, dass das hier in der Nähe ist, dass ich hier kann wirken. Ist nicht ausgeschlossen, dass ich überall komme. Es spielt keine Rolle, wo ich komme. Aber dann organisiere ich irgendwo Raum, Räumlichkeit, weil da müssen mindestens 30, 40 oder wäre schön, dass noch mehrere Leute informiert sind. Ja. Aber das kann ich mir erst dann besprechen, wenn das wirkt. Und deswegen ist auch die zwei Mädchen sind da, dass ich auch die Information gebe und in jedem Fall, dass ihr hier im Workshop erfahren, erste, was ich plane, dass wir dann können, vielleicht auch in größere Gebiete bekannt machen und Workshop organisieren. Klar, ich brauche kein Verdienst, ich brauche einfach das, dass ich die Umkosten für Weg und Schlafen habe, das ist schon alles. Und das, ich mache das so in Kroatien sind die solche Verhältnisse, dass ich die alle Jahre nicht einmal ein einziger Euro verrechnet haben, weil ist nicht so weit, weil in Zagreb habe ich Familie, muss ich nicht berechnen, bin ich sowieso jeden Monat bei Familie, was soll ich etwas selber verrechnen? In der Nähe hier in Istrien kann ich nicht, weil das ist zu Hause bin ich. Und in der Rijeka, dort ist schon ca. 80 Kilometer, das ist für mich am Weg. Und deswegen habe ich das gemacht über Jahre lang. So, aber jetzt kommt wieder neue Weg, die ich möchte gehen, dass wir versuchen, durch den Heilungsprozess wieder neue Seelen auf dem Weg zur Spiritualität auch aufwecken. Wenn man krank ist, ist sowieso alles viel, viel schwieriger. Wenn man negativ ist, ist es noch schwieriger. Aber durch die, weil Selbstheilung ist nicht nur Krankheit, aber es spielt auch die negative Einflüsse oder Leben auf den negativen Pol oder emotionale Beschwerde. Alles ist negativ. Das sind alle Sachen, wo auch viele, die studieren Yoga und, die wissen nicht wohin. Hier ist dann die Möglichkeit, das zu erlernen und wieder zurück in dem Bereich positive Leben zu erreichen oder in Gleichspringen, in der Gleichgewicht, warum nicht? Das ist das Ziel, die ich möchte
so schnell wie möglich erreiche, das heißt erreiche, auf die Beine bringen. Und ja, jetzt ist das mit Italien. Jetzt muss ich schauen, nur klar, nicht das Jahr stattfinden, weil ich muss die Testobjekte noch ja, weitergeben. Jetzt kommt raus die neue Verkaufskissen. Aus denen gibt es auch dann Erfahrungen und jede kriegt dann eine von den Käufern, jede kriegt auch, das heißt, jede muss eine Mailadresse lassen und das mir Berichte schickt, wenigstens am Anfang. Und wenn er kann auch Informationen weitergeben, Familie, Freunde, nicht. Da haben wir schon langsam den Kreis, Leute, die haben Erfahrungen mit dem ja, erweckt. Dankeschön. Bis jetzt haben wir mit allen Leuten, die haben wir ausprobiert, haben die positive Erfahrungen. Wir haben jetzt nicht erreicht irgendeine riesige Heilung, weil das sind nur Testobjekte, wo haben wir einen Tag Zeit, ein paar Stunden gehabt. Deswegen sagen, jetzt startet die richtige Testzeit. Mit mehreren Tagen, Woche. Oder wenn man kauft, dann hat die ganze Zeit, da muss man richtig anwenden. Und dann haben wir schon so sicher etwas, wo wirkt und merkt man sofort. Sofort, sage ich, in kurzer Zeit. Beim Orgonit muss man Vertrauen haben, dass er funktioniert. Weil viele spüren das nicht. Bei Gorgonitkissen, ja, sofort ist erkennbar. Und ja, das ist das Ziel. Und jedenfalls, jeder kriegt Bescheid. Vor allem jetzt mehr auf der Messe. Und dann gibt es auch interessante Erfahrungen. Ich würde heute mit dem auch abschließen, nicht dass wir fertig sind, abschließen, weil ich möchte auch mein Wort, die haben gegeben, Familie, dass wir 2,5 Stunden haben, jetzt ist ein bisschen mehr, aber 2,5 Stunden, das noch Zeit mit Familie verbringen, weil es ist nur Wochenende und dann sind Kinder wieder in Schule. Und ja, wir sind wieder nächste Mittwoch zusammen. Und ja, gibt es noch hier eine Frage, bitte. Darf ich noch mal schnell kurz? Und zwar, ich habe mich gerade gefragt, die letzte Frage, danke übrigens, Preisel, für deine Geduld, für meine ganzen Fragen. Das Testkissen, wenn ich das dann da habe, darf ich das auch anderen oder jemand anders oder anderen mal in die Hand geben für eine halbe Stunde zum Testen oder lieber nein? Nein, das ist kein Problem. Aber dass du mir besprechen, kurz, wenn ich das schicke, dann tu mir das frisch einfach alles, dass man vielleicht eine kurze Aufnahme hat, nur für die Wirkung, weil später, wenn man das hat und dann vergisst man, oh, ist das so oder so, so haben wir eine kurze Aufnahme mit der Wirkungsweise, wie das funktioniert und dann kann ich jetzt nicht falsch machen. Dann kriegst du ganz Bescheid. Klar, das man kann auch geben, aber ich erkläre genau, wie wo was, okay? Ja, danke dir. Josef, soll ich dir vielleicht noch ein paar Stichpunkte aufschreiben, welche Richtung es bei mir gehen sollte? Oder machst du es einfach freihand? Jetzt nicht, weil ich mache jetzt universelle Kissen und schaue, die global die best funktionierende. Wenn ich für jemanden mache, ist das gezielt gemacht und dann ist etwas anderes. Und das da ist schon fertig. Ich hatte hier kann ich nichts ändern, weil sie sind fertig. Ja, und du kriegst auch, ich schicke jetzt, wenn ich nach Deutschland komme, dann schicke ich dir und weiß ich, schicke ich hier vor Österreich nach der Messe und dann habt ihr das
zu testen, ob das jetzt 2, 3, 4 Wochen, spielt keine Rolle im Prinzip. Wichtig sind die Ergebnisse, dass wir aber wir hören das so jede Woche und dann wissen wir weiter, wie wo was. Und später, wenn es notwendig ist, gezielt zum Tun oder zum Herstellen, ist kein Problem, das mache ich. Aber das ist dann gezielt nur für dich gemacht. Es dann wird nicht für andere gegeben, weil es nur für dich speziell gemacht. Das universelle Gesunde kann für alle funktionieren oder er funktioniert für alle, nicht für alle, weil gibt's Werte, auch organische Portale, wenn das vor Interesse ist, sagen, okay, funktioniert super und das ist schon alles, was ich lüge, oder funktioniert gar nichts und dann tun sie, ja, das ist Schrott. Deswegen kann eine oder die andere sein. Aber für uns ist nicht wichtig. Wichtig ist, die spüren, dass da, das ist okay, möchte ich so etwas entweder kaufen oder auf der, für mich ist interessant, auf dem Workshop teilnehmen. Kaufen ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist nur ein Helfer und nichts anderes. Aber das tut mir einfach dem kurz vor dem Abschicken tue ich noch einmal dem alles aufnehmen und Frage, was sie haben, aufnehmen, dass jeder hat wirklich Aufnahme mit dem ganzen Gebrauchsanleitung. Dass man nicht muss schreiben, weil es viel freier und viel einfacher so aussprechen, Fragen wieder aussprechen, Funktionen und. Okay, gut, dann ist also dieses Mal erstmal wirklich zum Testen, weil du auch gerne das testen lassen möchtest. Und es ist von daher, selbst wenn wir es gut finden und am liebsten behalten würden, nicht nötig, dass wir jetzt sagen, ja, am liebsten für die Punkte und für das Thema. Also, das wir es einfach mal testen, dieses Universalkissen. Im Prinzip ist es so, die sind gemacht so breit, unglaublich. Aber gibt es viele Leute, die sind so, ich möchte nur für kleine Zehe zum Heilen. Machen wir nur für kleine Zehe, ist kein Problem. Und der andere möchte heilen einfach Ohrenspitzen oder Durchblutung. Eine wollte nur schlafen, da haben wir nur für Schlaf gemacht. Warum soll ich ihm etwas anderes? Ich darf nicht manipulieren. Ich mache nur für das. Aber die sind gemacht für viele Sachen. Viel mehr, wie man überhaupt denkt. Aber gibt es immer eine, die sie denkt noch etwas anderes aus. Aber das ist auch möglich. Deswegen sagen, das ist jetzt universell und sollte in fast allen Bereichen funktionieren. Ah, okay. Na, wenn es sowas natürlich gibt, universelle Kissen, umso schöner. Und bestünde denn die Chance, wenn ich es so richtig schön und gut finde, dass ich das auch behalten darf und bezahlen darf? Ja, behalten, wenn es funktioniert, mit dem, was du möchtest erreichen alles, oder so, alle Wünsche abdeckend kennen mit dem, klar, das ist nicht gedacht für finanzielle Sachen, dass man das erreicht mit Geld, sondern einfach die wir auch hier anwenden in unserem Wachstumsbereich, Gesundheitsbereich und so. Sogar behalten kann man immer. Und dann auch zahlen. Ich schaue, ob der Testkissen nicht ersetzt wird mit gleichwertigen die du möchtest, neue, aber die Testmodelle, die sind jetzt draußen, sind nur einmal. Die bleibt dort, sind neu, sind keine Testmodelle, die laufen von Mensch zu Mensch, weil ich habe noch nicht so viele Leute gehabt, dass ich kann jedem das geben. So viel habe ich auch nicht. Aber ich hoffe, das wird immer mehr, dass wir können die
Testmodelle auch. Klar, die Testmodelle sind beschriftet, fotografiert, mit allen Funktionen schon versehen. Und die Computer von Nicola vor allem alles beschrieben worden, dass ich kann immer genau dasselbe herstellen. Gleiche Materialien und vor allem Funktionen reingeben. Das gibt es keinen Zweifel, ob man kriegt das Modell oder speziell gefertigt. Die kostet nicht mehr oder weniger, sondern ist im Prinzip gleichwertig. Mir ist wichtig, dass ich sehe, wo meiste Leute ansprechen. Das ist wichtig. Aber lass mir erklären kurz, bevor ich das abschicke. Und dann kann man testen, beliebig und auch andere geben, dass man sich überzeugen kann, dass wenn nicht ihre Placebo-Effekt unterlegen sind, sondern dass auch andere können probieren. Man sollte nicht erfahren, dass das einfach eine Explosion gibt. Aber zu manchen Leuten, ja, gibt es auch so einen Wow-Effekt, aber das ist überhaupt nicht notwendig. Wichtig ist die Wirkung. Wie Orgonit erwirkt, merken nicht viele. Vielleicht die die Frequenzen sensibel sind. Bei diesen Kitzen, bis jetzt sind ausnahmslos, außer eine, hat er gar nichts gemerkt. Das ist okay. Deswegen haben die das längere Zeit und dass die sehen die Auswirkung. Nicht nur, ich spüre jetzt oder spüre nicht, das ist keine aussagekräftige Entscheidung, sondern nach Tag 2, 3, ob gibt es Veränderungen. Und das ist wichtig. Aber bis jetzt sind die überall. Das heißt, zu 99% sind Auswirkungen sofort. Sofort, sage ich so, in vielleicht eine halbe Stunde, Stunde sind die Ergebnisse schon da. Spricht man nicht jetzt von Heilung, weil Heilung ist dann aufgelöst, das heißt ausgelöst und man braucht ein bisschen Zeit, dass sie das aus dem Körper ausscheidet und das ist alles. Aber von dem zur richtigen Zeit. Ich würde jetzt sagen, bis nächste Mal. Und wichtig sind unsere Punkte mit kollektiven individuellen Bereich zu steigern. Das heißt, gibt es keine Vorteil eine oder andere, sondern beidem Gebiet vollkommen bewusst arbeiten. Super, das ist für heute. Ja, bis nächste Mal. Ja, vielen Dank und gute Nacht. Ja, auch von mir vielen Dank und ganz besonders nochmal danke, Josef, dass du den Workshop auch für zwei Personen, sprich drei mit mir abhältst. Herzlichen Dank. Dankeschön, gute Nacht. Genau, und bis um 9:30 dann, ne? Mittwochabend. Yep.